Streampartner? Du brauchst Hilfe beim Einrichten? Oder suchst einfach ein paar gute Streamer, denen du zuschauen kannst? Dann ist WAS genau das Richtige für dich. Wir machen kleine Streamer groß. Infos unter we-r-streamers.de. Wir freuen uns auf dich. WAS, das Streaming-Netzwerk. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zur 42. We Are Streamers Show hier live auf dem Kanal. Grüßet euch, Freunde. Moin, moin, moin. Auch an den Herren aus dem Hintergrund. Grüße dich. Ja, alles fit? Ja, soweit. Soweit. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, allen Menschen da draußen geht's auch gut. Gebt mir mal ein Feedback. Wie ist es bei euch? Hallöchen. Moin. Grüßet alle in die Runde. Herzlichste Grüße sei an euch rausgeschickt. Meine Freude, ja, der Mai ist bald durch und wir sind zur 42. Show hier erschienen. Schön. Schön, dass du auch den Weg wieder hergefunden hast. Punjo? Ach, du meinst mich? Ich dachte, du redest, Entschuldigung. Ja, danke. Wenn ich jemanden dich, ja, ich dachte, das sei jetzt offensichtlich, dass ich dich meinte, aber anscheinend war dem nicht so. Nee, ich dachte, du kommunizierst gerade mit dem Chat. Nee, ich meinte dich. Ich das meinte dieses schön, Mal ja. Schon dich. So, Scanner, I'm Dying for Loot, Sky Soul Gaming, Witchbeard, Krümel, Saphira und Whitebeer. Einen tollen Abend sei euch allen gewünscht. Und Big Example, es hat sich auch schon gemeldet. Alle anderen,
gerne einmal etwas in den Chat schreiben. Hallo, ein bisschen winken oder sonstiges. Grüßet euch alle dort draußen. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr genießt es so gut es geht. Und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe der monatlich erscheinenden Via Streamer Show hier auf unserem Kanal. Meine Damen und Herren. Hast du gar keinen Knoten in der Zunge bekommen hast? Heute elektrisierende Pupillen? Wieso? Moment, jetzt muss ich. Wieso? Ist da irgendwas? Ich kann nicht gleichzeitig in die Kamera gucken und auf meinen Monitor. Das ist ein bisschen schwierig. Jawohl, grüße dich. Deine Augen sind. Meine Augen werden rausgekiet. Ja, ich habe leider grüne Augen. Und anscheinend ist. Sexy funkeln. Der flirtet mich irgendwas in deine Augen an. Schade, Sky. Kriege ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefixt. Dann versuche ich mal nicht so direkt in die Kamera zu schauen. Knieblond, grüße dich. Durchbohrender Blick, das ist der Blick tief in meine Seele, direkt hinein. Ich versuche mal nicht so direkt in die Kamera zu gucken. Ich denke, es geht. Grüßet euch alle. Freue mich, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, womit fangen wir an, Punio? Wie immer mit den Vorstellungen der Member, würde ich mal sagen. Neue Mitglieder aus der Runde können wir begrüßen. Neue sowie auch alte tatsächlich. Freue mich. 10 Personen an der Zahl. Ist, glaube ich, wieder hart an der. Also, unser Rekord ist auch 10. Schade. Ich hätte gerne heute den Rekord gebrochen. Aber gut. 10 neue Mitglieder. Freue mich drauf. Ich hoffe, du bist ready. Ich habe auch schon. Ziehen wir noch ein bisschen. Bitte? Ziehen wir noch. Ich ziehe mal noch ein bisschen. Ich habe auch schon. Ja, lass mich kurz einmal über die Liste drüber schauen. 3 von 10, wenn ich mich nicht jetzt ganz verguckt habe, bereits im Chat heute sehen können. Ich freue mich. Und mein Interviewpartner ist auch bereits schon erschienen. Also es ist heute läuft wirklich großartig. Ja, erzählt mir gerne von eurer Woche. Was habt ihr so Schönes gemacht? Was habt ihr an eurem am freien Tag gemacht, am Feiertag, am Donnerstag? Schreibt so einen Chat, haut irgendwie was rein. Lasst uns drüber sprechen. Ansonsten gehen wir gleich rüber und lasst mal uns neue Mitglieder willkommen heißen, meine Damen und Herren. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, das ist richtig. Aber man soll es ja auch nicht verschreien, mein Guter. So, are you ready? Nope. Schade, dann gehen wir weiter nochmal kurz darüber. Ja, Wetter heute relativ durchwachsen. Bei mir hat es geregnet. Ich hoffe, bei euch war es gut. Nächste Woche soll es wirklich warm werden. Also vielleicht mal den Weg ins Schwimmbad wagen oder anderweitig euch Abkühlung verschaffen. Ich hoffe, ihr findet das und genießt das Wetter so gut es geht. Einen wunderschönen guten Abend. Jawohl. Sky, schön auch dich zu sehen. Wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten, noch bevor wir noch nicht gestreamt haben. War auf jeden Fall schön. Ich war gestern Abend in der Talsperre vor Ort. Du warst in ihr vor Ort. Na, ist doch auch gut. Warst du eine Runde schwimmen? War es nicht zu kalt? Also Freddy. Das Wetter ist, also Wetter war warm genug, echt. Das sollte es auch die Woche schon. Ja, aber es soll nicht so warm werden wie nächste Woche. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, ist jetzt noch nicht so vertrauenserweckend. So Wettervorhersage bis Donnerstag, aber 26 Grad, zwar mit Gewitter, aber 26 Grad sind, naja, sag eine alte Weisheit, sind 26 Grad. Also da sollten wir uns nicht so warm anziehen, würde ich sagen. Hier war es trocken, das ist schön, das ist schön. Ich war leider so schlau und habe schon Papiermüll rausgestellt. War nicht meine beste Idee. Wäre okay, wenn das Wetter besser wäre. Das glaube ich dir. Ich bin die Woche endlich wieder, ich habe die Woche wieder angefangen zu streamen. Das ist schön, das freut mich. Ich hoffe, es lief gut. Ich hoffe, es lief gut. So, Kev Kerosin, Kerosin? Nee, Kev Kerosin? Kevcore Insane. Kevcore Insane. Das Kevcore Insane 2015, jawohl, moin. 26 ja, ist doch noch harmlos, so richtig warm ist es doch erst ab 30. Also ich finde so alles über 25 hart, zumindest bei mir, da ist eklig warm, sag ich mal so. Da wünschte ich mir eine Kellerwohnung in den Graden, habe aber leider Dachgeschoss mit nicht so geil isoliert. Meine Freunde, so, wir haben ein bisschen Giftzwerg, natürlich auch an dich einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass alle da seid, ich freue mich drauf. Wird ein toller Abend. Lasst uns alle sehr viel Spaß haben zusammen. Meine Freunde, 10 neue Mitglieder. Ich habe gehört, der Mann an der anderen Leitung hat es endlich geschafft, seine Technik aufzubauen. Ich freue mich darüber. Fangen wir an. Ist so. Ist so. Jawohl. Grüßet euch alle.
Aber auch natürlich grüßet an die neuen Mitglieder, denn ein neues Mitglied auch heute, erst vor kurzem in der Talsperre Planschen gewesen. Ist gerne 13, schön, dass du da bist, freut mich, dich begrüßen zu dürfen. Wundertastisch, sehr schön. Elden Ring zuletzt gespielt, schöne Sache. Habe ich letzte Woche durchgespielt. Ich hoffe, dir gefällt es genauso wie mir. Dann Tretty Cat, auch ein neues Mitglied. Farming Simulator, keine persönlichen Erfahrungen. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß dabei, was er macht. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drüber. Witch spielt. Bereits gelesen. Schön, dass du da bist. To the Moon. Oh, was ein schönes Spiel. Will ich auch unbedingt mal spielen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Also, ich glaube, das kann nicht gefallen. Auch schön, dich hier zu sehen, dich hier zu lesen. Immer, immer eine tolle Sache. Knieblond, auch bereits gelesen. Jetzt wieder kürzlich angefangen mit dem Stream Red Dead Redemption 2. Großartiges Spiel. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt auf dem Pferd. Du bist nicht so häufig irgendwo gegengeritten und runtergefallen. Das war meine häufigste Art und Weise zu sterben in diesem Spiel. Ich denke, jeder, der dieses Spiel bei sich gespielt hat, kann dazu relaten. Und dann habe ich zuerst zwei Gs in den Namen gelesen, aber es ist Antra Gaming und nicht Antrag Gaming. Hätte ich beinahe fast so vorgelesen. Aber Antrag Gaming ist es nicht. Es ist Antra Gaming. Grüße dich. Grüße dich. So, dann haben wir Tara die Eule. Musste ich mir vorher auch zweimal angucken, den Namen, sonst wäre ich da dezent jetzt aufgeschmissen gewesen. Tara die Eule mit Elder Scrolls Online zuletzt am Machen gewesen. Auch eine schöne Sache. Auch eine schöne Sache. Herzlich willkommen auch an dich. Ja, jetzt Hefty oder H3FFFTTY. Ich würde mal sagen Hefty. Passt am besten. Zumindest hat mir jetzt auch der gute Big Example so vorgestellt. Hefty hat zuletzt V-Rising gespielt. Schöne Sache. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Dann haben wir ein Rückkehrer mit Marco2108TV. Ja, das gibt's nämlich auch, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen auch immer, was auch immer das sein mag, zumindest aus vertretbaren Gründen das Team verlasst. Die Tür ist meistens nie ganz geschlossen. Ich denke, da kann der Herr in der anderen Leitung noch was zu sagen. Ja, ne, wir geben natürlich jedem auch eine zweite und dritte Chance ganz gerne. War ja Blödsinn, wenn nicht, aber wir sind hier halt auch kein Puff, ne? Rein raus, ständig ist halt auch nicht, irgendwann ist dann auch Schluss, aber wir nehmen gerne wieder auf. Ja. Was war das für ein Vergleich? Bitte. Warum? Also, hättest du keinen anderen Vergleich finden können? Nee. I mean. Ja, ja. Passt doch. Falls Punio ist, ja, ja, I see. I see. Ich musste mir vorhin schon wieder einen Kommentar verkneifen. Auf was? Naja, dass das so hart ist. Lass mal das. Weiter geht's. Das, was so hart ist? Du hast, egal, weiter. Was? Nee, Moment, was habe ich gesagt? Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber es kam das Schlagwort hart drin vor, das hat mich getriggert. Das ist schon ein hartes Leben, ne? So. Ja. Und last but not least, KevCore Insane 2015, auch gerade schon im Stream gemeldet, auch ein herzlichstes Willkommen an dich. Gies Sora vergessen. Was habe ich vergessen? Ah, Gizora! Mensch, das ist ja. Ich weiß nicht, wie das zustande kommen konnte. Gizora. Doppel-E, Doppel-S und Aura am Ende. Herzlichst willkommen an dich und hat zuletzt Ocarina of Time gespielt. Das ist ja großartig. Hoffe, hat Spaß. Black Cat Annie. Annie, Grüße. Guten Abend auch an dich. Herzlichst willkommen. Oh, er hat hart gesagt. Ja, ist ein echt hartes Unterfangen, sag ich dir. Ja, KevCore Insane. Wieso lese ich da irgendwie Kerosin raus? Was ist denn da? Wäre auch interessant. Das ist Kev Kerosin. Also, Kero, aber da ist doch kein O. Also kein zweites O. Kev, vor allem, ach, vergessen wir es. Vergessen wir es. Grüßet euch alle. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Auch an alle, die jetzt schon im Team sind und jetzt sich gerade hier melden in der Show. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Aber auch alle neuen Teammitglieder hier. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl, ich hoffe, ihr fühlt euch gut aufgenommen. Wenn ihr Fragen, Probleme, Anträge oder sonstiges habt, dann könnt ihr euch immer dazu bei uns melden. Einfach rankommen, quatschen, sagen, was ihr habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ihr sonst irgendwas zu quatschen habt, einfach her. Und ansonsten sind wir eigentlich auch immer für euch parat, wenn mal irgendwas ansteht. Wenn ihr Events planen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Turnierorganisation oder sonstiges habt, wenn ihr mal vielleicht was umsetzen wollt, aber nicht selber es umsetzen könnt oder wenn ihr denkt, ey, das ist doch mal eine coole Sache, was man da auf dem Teamkanal machen könnte, ey, kommt her. Vielleicht wollt ihr es nicht selber machen, aber ihr habt die Idee, bringt euch irgendwie ein.
Einbringen heißt nicht, dass ihr es selber machen müsst. Es heißt auch einfach, den Gedankenanstoß dafür zu geben. Also, habt ihr was? Kommt dran. Grämt euch nicht, euch bei uns zu melden. Egal, wie interessant oder wie verrückt die Idee doch sein mag zu erscheinen. Kommt dran und lasst uns darüber sprechen. Oder ist damit noch etwas hinzuzufügen? Nein. Gut. Nein, 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 nein. Passt. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. White Bear, viel Spaß und Erfolg im Lurk. Und verlauf dich nicht, mein Guter, beim Weg zurück. Meine Damen und Herren, wir haben einen interessanten Gast heute parat. Es ist kein Teammitglied, aber es hat mit etwas zu tun, worüber vielleicht der eine oder andere von euch darüber Bescheid weiß. Und zwar haben wir seit kurzem, ich bin auch im Lurk, meine Freundin kommt gleich. Viel Spaß mit deiner BBF, I guess. Ganz viel Erfolg und Spaß. Das sieht so psycho aus mit den ausgefrickelten Augen und dann noch deine Ansprache. Fühlt euch frei, alles zu klippen, was ihr hier seht. Ich schaffe es leider nicht, parallel in die Kamera zu gucken und auf meinen anderen Monitor, um zu sehen, wie es aussieht. I'm so sorry. Ich würde es gerne sehen. Also du könntest mit einem Auge in die Kamera gucken. Und mit dem ich bin kein Chamäleon, Punjo. Ich kann das. Und dann kannst du beide Bilder auch noch im Kopf zusammensetzen. Ja. Vielen Dank für den Host, Knieblond. Aber ich weiß nicht, also schwieriges Unterfangen, hartes Unterfangen, wie wir heute gehört haben, meine Damen und Herren. Ja, genau, wir haben seit kurzem ein neues Projekt am Laufen, da geht es um eine neue Streaming-Software, die gerade am Testen ist, hat vielleicht der eine oder andere von euch mitbekommen, der schon etwas länger dabei ist, da haben wir nämlich in der Gruppe drüber gesprochen. Und dazu gibt es auch Streamer von uns aus dem Team, die das bereits am Testen sind. Unter anderem habe ich mich mit dem guten Sky heute ausgetauscht. Der hat mir da auch ein paar Bilder gezeigt und mir das einmal ganz kurz erklärt, was da so passiert. Auf jeden Fall sehr herzlichen Dank dafür. Und wir haben heute den guten Benny Schlotzi, der auch bereits schon im Chat sich gemeldet hat als Gast, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was so ist, wie das so abläuft damit und alles so drumherum. Bin gespannt. Es ist nämlich ein interessantes Projekt, interessantes Unterfangen. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal gemeinsam da reinhauchen. Ne? Gucken, ob der Gute denn schon da ist, ob der hier schon irgendwo sich eingefunden hat. Hat er noch nicht. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen quatschen. Wenn er da ist, werden wir dann natürlich sofort... Wartet zum unten, wartet auf Streamer. Wo? Ganz unten bei Streaming Area. Ach, da bin ich vielleicht gerade überflogen, kann sein. Naja, du bist schon richtig. Wahrscheinlich habe ich einfach nur gerade meine ausgestochenen Augen haben mich da im Stich gelassen. Du bist sofort bei mir, keine Sorge. Keine Sorge. So. Einen wunderschönen guten Abend, seid ihr gewünscht. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Hallöchen zusammen. Na wunderbar, da hören wir uns. Sehr gut, das hat schon mal geklappt. Das hat nur an mir gescheitert, weil ich nicht lesen konnte. Ja, ich bin auch ein Mensch, ich schaue als erstes auf meine eigenen Finger und die machen relativ häufig auch mal was falsch und habe ich überlegt, na, bin ich vielleicht im falschen Räumchen oder wo? Ne? Nee, ich habe halt leider, vermerkt auf das Wartezimmer direkt unter mir geguckt und nicht auf das da weiter unten, aber es war mein Fauxpas und nicht deiner. Ja, Glück gehabt. Gut. Muss ich mal an dieser Stelle dann sagen. Bin ich wieder gut rausgekommen. Da hast du dich nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen können, das ist korrekt. Glück gehabt. Sehr schön. Glück gehabt, jawohl. So, ich baue schon mal den Anruf in der Zeit auf, währenddessen wir hier nochmal eins, zwei ein bisschen quatschen. Natürlich nicht vergessen, sich da im Discute ist auch ein interessanter Name für eine Software. Discord dich zu muten, dass wir uns jetzt auch gleich sehen können. Ja, so, also ich sehe dich. Meine Kamera scheint auch zu funktionieren, also ich hoffe. Ja, aber immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ja, das schaffen wir. Ich bin ganz entspannt heute. Das schaffen wir. Jetzt solltest du dich auch sehen und du solltest auch mich sehen. Das sollte funktionieren. So, meine Damen und Herren, vielleicht einmal kurz zu dir als Person. Magst du dich einmal uns vorstellen, wie wir hier zusammengekommen sind? Vielleicht mal... Sehr gerne, auf jeden Fall. Also wenn ich eins gerne mache, dann ist es reden. Deswegen ist es ganz gut, dass ich heute mit dabei bin. Ja, ich bin Benny. Ich bin Kategorie Boomer auf jeden Fall. 30 Jahre, zwei Kinder, verheiratet. Stehe da, denke ich, hoffentlich relativ sattelfest im Leben. Und ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Marketing für Gaming und E-Sport, konzentrieren uns vor allem so ein bisschen darauf, dass wir jemanden, der ganz wenig mit diesen Themen zu tun hat, in diese Themen reinzuführen.
Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir, naja, um es salopp zu sagen, alte weiße Männer beraten. Wie sie diesen Markt und diese Communities, die für sie völlig fremd sind, verstehen können. So, das ist ein ganz grober Abriss zu mir. Ja. Okay. Jetzt habe ich dich ja angekündigt, im Zuge der Software, mit der wir zusammenarbeiten, Genau. hat jetzt ja erstmal, dass du jetzt erzählt hast, nicht so viel damit zu tun. Wie kommt jetzt aber trotzdem diese Verbindung zustande? Das kommt tatsächlich aufgrund unserer Tätigkeit zustande. Also ich habe es ja kurz angerissen, wir haben ein eigenes Unternehmen gegründet, nachdem wir auch schon relativ lange ein professionelles League of Legends Team hatten, das so ein bisschen als Hobby betrieben, dann ist es irgendwie Hobby zum Beruf geworden und wir haben uns da, denke ich, ganz gut drauf verstanden, eben, wie gesagt, die Leute zu beraten, in diesen Markt vorzudringen. Und so sind wir auch an Shogun gekommen tatsächlich. Die kennen sich nämlich wahnsinnig gut mit der Entwicklung von Software aus. Die wissen auch vor allem sehr, sehr gut, wie man Medien erstellt, also alles, was Grafiken, Filme, alles, was da noch drumherum ist. Ne? Da kennen die sich wahnsinnig gut aus, aber was denen halt fehlt, ist so ein bisschen der Input. Wie komme ich denn mit meinem Produkt, was ich ja habe, mit dem ich auch eine große Vision habe, wie komme ich denn da bei den Leuten an? Und so sind wir an die rangekommen und die haben uns beauftragt, sodass wir denen helfen sollen und das auch gerne tun, den Markt besser zu verstehen, zu vermitteln, da einfach auch den Input zu geben, damit es sozusagen nicht, man sagt jetzt so im Fachjargon, ne, am Kunden vorbei entwickelt wird. Weil das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sich einfach nur denkt, ja, das wird schon gehen, das wird schon cool sein. Das darf natürlich nicht passieren. Ne? Und da haben sie uns mit eingeschaltet und deswegen darf ich auch heute hier sitzen und für Shogun, mit Shogun sprechen. Jawohl, wir sehen im Hintergrund schon mal hinter mir, nein, da hinter mir, Bilder aus der Software, was da so alles passiert. Da können wir natürlich auch gerne darüber sprechen, dass es im Endeffekt des Tages eine Software ist, so wie die meisten von uns hier jetzt gerade OBS kennen, womit ihr euer Gameplay oder euer Content, den ihr kreiert, live in die Welt hinausstrahlen könnt. Und dies ergeht als eine Cloud-Lösung. Was natürlich den eleganten Vorteil hat, dass ihr das nicht auf eurem Rechner selber rendern müsst. Das heißt, diese gesamte Rechenkapazität, die für das Rendern eurer Streaming-Angelegenheiten draufgehen, werden nicht von eurem Rechner übernommen, sondern von irgendeinem Server, der irgendwo auf der Welt steht. Richtig. Ich Und das denke. ist aus meiner Sicht auch ein wahnsinniger Vorteil, gerade wenn man mit dem Streaming frisch anfängt. Ne? Also da verfügt man in der Regel ja noch nicht über die Gigabyte gesponserten Rechner, die 5.000 € NASA-PCs oder sonst irgendwie sowas, ne? Die eben alles mit einmal können, sondern da ist man ja froh, wenn man die Spiele in der höchsten Grafikeinstellung spielen kann. Wenn man dann aber auch noch gleichzeitig streamen muss und da vielleicht die Internetverbindung und so weiter und so fort, das läuft ja alles auf die Serverleistung mit drauf. Das ist ein wahnsinniger Vorteil, wenn man zumindest einen Teil davon sozusagen woanders drüber laufen lassen kann, damit der Rechner einfach auch nicht überfordert wird. Und für jeden, der da neu anfängt, ist das erstmal grundlegende gute Sache auf jeden Fall. Definitiv. Ich meine, nichts ist am Anfang schwerer zu begreifen, als wie das alles abläuft. Und vor allen Dingen, wenn es dann funktioniert, aber die eigene Hardware der limitierende Faktor ist, ist das zum anderen auch noch frustrierend. Und dann kommt das natürlich einem sehr entgegen, wenn dies eine Software einem sogar noch abnimmt. Ja, also wie gesagt, gerade wenn man frisch anfängt, muss man sich ja um so viele Dinge auch kümmern. Wenn da ein Teil automatisiert schon erledigt wird, ist das halt immer ein Vorteil. Einfach so ein bisschen, man kann sich auf andere und die wichtigeren Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel den eigenen Inhalt. Was will ich streamen? Wie will ich das streamen? Welche Formate will ich da laufen haben und so weiter und so fort. Das ist ja das, womit man sich eigentlich beschäftigen will. Und alles andere sollte ja nach Möglichkeit entweder irgendjemand anders machen oder halt automatisiert funktionieren. Und da finde ich es zumindest relativ gut, dass Shogun dann ein Stück weit die Arbeit abnimmt und ein bisschen Sorgenfreiheit schafft. Ja, korrekt. Absolut. Bin ich komplett bei dir bei dieser Sache. Jetzt kommt es dazu, dass wir ja irgendwie zusammengefunden haben. Wie kam das denn zustande, dass du oder deine Agentur, deine Firma jetzt quasi zu uns gekommen sind? Ey, können wir da nicht irgendwie was zusammen machen? Wie ist das denn zustande gekommen? Genau, also die Agentur ist, hört sich mal so als ein ganz böses Wort an. Im Endeffekt sind wir ein nettes, kleines, beschauliches Team. Mein Bruder und ich haben das zusammen gegründet. Der ein oder andere kennt vielleicht sogar schon den Justus von unserem Discord. Der ist unser Producer, der da immer Rede und Antwort steht, den technischen Support liefert. Wir sind ein kleines, ich würde schon fast sagen, sehr familiäres Team. Und mein Bruder ist sozusagen derjenige, der vor allem die ganzen Kontakte in Richtung
E-Sport hat. Das ist auch der, der bei uns die E-Sport-Teams leitet. Ne? Ich hatte ja gesagt, wir haben eine eigene E-Sport-Marke, Black Lion, nennt die sich, sehr stark auf Diversität geprägt, und er hat viele Kontakte zu Spielerinnen und Spielern, zu Streamerinnen und Streamern, auch zu Caster-Netzwerken oder eben auch zu dem lieben Punio. So habe ich das mitbekommen, fand der Initialkontakt statt, denn wir haben Shogun, beziehungsweise dem Team hinter Shogun, haben wir geraten, eben genau das, was ich schon mal erwähnt hatte: Ihr dürft das Produkt nicht am Kunden vorbei entwickeln. Also wenn ihr das für Streamer aufstellen wollt, dann müsst ihr die aktiv mit in das Projekt mit einbinden. Gott sei Dank haben sie auf den Rat gehört. Wir sind in einer sehr partnerschaftlichen Geschichte unterwegs, was auch sehr angenehm ist. Und so sind wir über meinen Bruder zu Ponio, und jetzt sitzen wir zwei hier, gekommen, denn Gott sei Dank unterstützt ihr Shogun auch bei der Entwicklung der ganzen Sache. Und das ist für die natürlich unheimlich viel wert, ne? Muss man schon sagen. Sehr wichtig. Genau, und also dein Bruder hatte quasi Kontakt zu Punjo und dann lief das von sich. Richtig, genau. Ne? Ging es halt erstmal, ne? Wir suchen da und danach. Könnt ihr euch das vorstellen? Wollt ihr da mitmachen? Gibt hier und da auch einen kleinen Obolus als Gegenleistung. Aber viele sind, und das habe ich auch mitgekriegt, das fand ich auch sehr spannend, bei WAS auch einfach daran interessiert, neue Dinge mal auszuprobieren. Ich habe mir da die Antworten in den sehr gut aufbearbeiteten Tabellen angeguckt, von den Fragen, die ihr auch gestellt habt an die Leute. Und da war auch generell so ein Grundinteresse da. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Motivationsgrund ist, das auch einfach mal auszuprobieren. Denn alleine heute, wenn wir jetzt hier miteinander streamen und reden, ist ein perfektes Beispiel. Ich glaube, die Kamera wird über Discord gefangen. Ich sitze aber gleichzeitig auf dem Teamspeak, und streamen brauchst du ja auch noch OBS, ne? Also du brauchst ja irgendwie drei oder vier Programme teilweise nur, um einen Stream laufen zu lassen. Und so diesen Hustle, diesen Stream einzurichten, wenn auch mal irgendwie ein bisschen was anders ist oder da wird was zusammen streamen oder wie auch immer, das ist ja dann immer schon, ja, wie mache ich das jetzt, ne? Ist nicht so einfach. Aber so ein Grundinteresse war da auf jeden Ja, Fall. man muss, man muss halt einfach einen Workaround finden. Und wenn man jetzt auch nicht so akribisch dahinterher ist und dann, ja, muss man vielleicht sich auch noch einlesen oder sogar noch andere Leute fragen. In unserer heutigen Welt ganz schwierig, mit Leuten, mit Menschen zu sprechen. Für viele. Das ist auch gar nicht abwertend gemeint, aber es ist einfacher natürlich, wenn du alles in einem Komplettpaket hast und in einer Software einfach irgendwo draufklicken kannst. Und dafür ist das natürlich dann prädestiniert, dass wenn wir, sagen wir da mal, das weiterspinnen würden, wenn wir beide die Software nutzen würden, ne, könnten wir jetzt unsere Kameras nebenbei freigeben, denn das ist auch so eine schöne Sache. Du hast die Kameras, kannst du quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, über Livestream quasi bei anderen einbinden. Ja, also die Grundvorstellung von Shogun setzt sich ja auch so ein bisschen aus dem Wort zusammen Show Go On. Also ist eigentlich so eine Wortzusammenstellung, ein Wortspiel mit dem Shogun natürlich, dem Samurai-Kämpfer könnte man jetzt sagen. Und die Wunschvorstellung ist, dass man alles über diese eine Software erledigen kann. Und damit meine ich wirklich alles. Also nicht nur, dass man multiple Quellen einbindet, Kameras gehören ja dazu, genauso wie auch die Mikrofone, die Bildschirme, was man ja auch nicht vergessen darf, die Mikrofon und Desktop-Sounds sind auch zwei verschiedene Quellen. Man hat ja dann auch immer noch das Problem, dass wenn man teilweise Discord einbindet, muss man sich da muten oder den Streamer-Modus einschalten. Das sind ja dann teilweise so viele Dinge, die man immer berücksichtigen muss. Wenn man das alles über eine einzige Software abbilden kann, wird, glaube ich, vielen das Leben erleichtert. Und das war für uns auch die Motivation zu sagen, da stecken wir auch mit unserer Energie rein. Das finden wir ein tolles Projekt. Ja, und deswegen sitzen wir auch hier. Ja, und quatschen da so ein bisschen drüber. Wir Ja. hören im Hintergrund ist auch noch jemand anders am Quatschen. Bei dir, denke Oh, ich. hat man das? Das Hat hat man man gerade ja die? gehört, ja. Ja, das war die Kleine, die noch nicht schlafen will, ne? Also Ja, halb die neun ist will mit langsam Schlafenszeit, ne? ja, aber ist noch sehr frisch geschlüpft, die Kleine. Also die hat noch keinen festen Rhythmus. Das nehme ich ja nicht übel, dass sie noch wach ist. Nö, ist alles in Ordnung. Ich wollte nur mal einwerfen, dass vielleicht auch noch jemand anders uns was hier erzählen Ja, möchte. ich bin eigentlich Discord-User, und Discord unterdrückt das tatsächlich. Ich habe es bei Teamspeak jetzt ja gar nicht eingestellt, ja. Halb so wild, halb so wild. Ich denke, die bisschen Geräusche im Hintergrund kriegen wir hin. So, wir haben noch ein, zwei Fragen hier aus dem Chat. Gibt es eine Mindestvoraussetzung an Leistung, die man benötigt, um das zu benutzen? Wahrscheinlich so, was Internetleistung Also, meint, gehe und ich jetzt mal von aus. ich gehe auch davon aus, weil das ist ja nochmal der große Vorteil dieser ganzen Geschichte, dass es eine Cloud-Lösung ist. Das heißt, die eigentlichen PC-Hardware-Anforderungen und auch die Auslastung, die werden ja ausgelagert sozusagen durch die Cloud-basierte Lösung. Das wird tatsächlich eben ein großer Vorteil aus meiner Sicht, wenn man halt die Programme installiert und das alles über den eigenen Rechner laufen lassen muss. Das ist immer mit Cloud-basierten Lösungen ein großer Vorteil.
von der Internetleistung her ist es gar nicht mal so sehr viel. Was natürlich klar ist, aber das denke ich mal, das hat ja auch jeder, wenn man sich irgendwie in die Welt des Streamings begibt. Man muss ja eine stabile Internetverbindung haben. Na, das ist vollkommen klar. Da haben wir jetzt nicht festgestellt, dass es irgendwelche großen, übertrieben hohen Anforderungen gibt. Also aus meiner Sicht gibt es dann nur ein ganz kleines Plus nach oben, dass da ein bisschen mehr vielleicht verbraucht wird, aber gerade eben diese Hardware-Einsparung, das ist eben der große Vorteil. Wird es dafür auch eigene Plugins geben, wie zum Beispiel bei OBS? Ich denke mal, die Software ist ja eh noch in Work in Progress. Das heißt, Richtig. ich glaube nicht, dass das jetzt das Hauptaugenmerk ist. Erstmal, dass alles so stabil läuft und dann kannst du Features nach wie vor dann integrieren. Würde ich jetzt mal so tippen. Ich weiß nicht, Genau. wie das in der Front ist. Genau, also so vom Entwicklungsstand her sagt man, ist das gerade auf einem Level von einem MVP, ne? Minimal Valuable Product, so nennt man das, wenn ein Produkt gerade so fertig ist, damit es überhaupt benutzt werden kann. Also es funktionieren in Anführungszeichen gerade mal die Mindestfunktionen. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben an vielerlei Dingen. Man sieht das auch immer bei dir im im Hintergrund auf der Seite. Da ist ein Design, stimmt noch nicht ganz. Die Benutzeroberflächen sind noch nicht angepasst. Es gibt technische Fehler. Das ist aber auch gerade in dem Status vollkommen normal. Und das möchte man auch, ne? Denn es sollen Fehler passieren. Das ist in so einem Entwicklungsprozess einfach auch ganz normal, damit man das auch weiterhin optimieren kann. Es soll aber auch weiterhin natürlich Verbesserungen geben. Und da gibt es eine wahnsinnig große Liste von Dingen, die verbessert werden müssen. Und auch die Streamerinnen und Streamer von WAS haben da schon ganz gut mitgeholfen, weil je mehr die Software genutzt wird, desto mehr Fehler und Probleme fallen auf, die dann ausgebügelt werden können, damit es halt wirklich irgendwann nach einem Punkt ist, wo man sagt, okay, das Ding ist jetzt zumindest mal in der Beta-Version. Viele kennen das ja aus der Spieleproduktion, aus der Beta-Version oder Alpha-Version. So auf dem Level befinden wir uns, da wird immer noch einiges schiefgehen, aber die meisten Sachen funktionieren. Und darüber hinaus wird es dann auch verschiedene Möglichkeiten geben. AKA Plugins könnte man jetzt sagen. Wie die dann aussehen und für welche Verwendung die dann hergestellt werden oder auch zur Verfügung gestellt werden, das steht noch alles gar nicht fest. Also ich kann so viel sagen, die Vision des Ganzen ist wirklich eine komplett umfassende Plattform zu schaffen. Es soll Chat-Funktionen geben. Es soll natürlich das, was wir jetzt hier über Discord und Teamspeak machen, also Voice-Chat, Text-Chat, Dateien ablegen, vielleicht auch, wenn man E-Sport-Turniere macht, Turnierbäume anlegen. Das können ja auch einfach kleinere Streamer-Turniere sein, die dann natürlich auch übertragen werden und automatisch gematcht werden. Ich weiß, dass es schon eine KI gibt, die mit den Social Media Kanälen verknüpft wird, die dann auch so ein bisschen was lernt. Mir wurde das damals so erklärt und das fand ich wirklich sehr faszinierend. Wenn ich ein FIFA-Streamer bin zum Beispiel und gehe jetzt in die Weekend League rein, schieße ein Tor, dann kann ich Shogun quasi beibringen, dass automatisch auf Twitter die letzten 10 Sekunden des Tores gecaptured werden und automatisch auf mein Twitter-Account gepostet werden. Und das soll sehr individuell einstellbar und möglich sein. Und so geht das immer weiter, auch in vielen anderen Anwendungsbereichen. Also es wird da definitiv sehr viel geben, wenn das Projekt weitergeführt wird, was ich natürlich hoffe. Wunderbar. Also es sind wirklich sehr, 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 sehr interessante Vorhaben. Einfach nur sich vorzustellen, dass ich, wenn ich gerade am Stream bin und diese Sache jetzt mit dir hier zum Beispiel machen würde, nicht drei Programme brauche, sondern nur eine, ist einfach eine krasse Vorstellung, muss ich zugeben. Also fände ich sehr, sehr interessant und muss man auf jeden Fall verfolgen. Da ist natürlich die Frage zum Beispiel von Pune, ob dafür noch weitere freiwillige Tester benötigt wird. Ich denke mal, freiwillige Tester gibt es nie genug, oder? Ja, also ja und nein. Also natürlich sind freiwillige Tester immer gerne gesehen, auf jeden Fall. Man muss halt schauen, je mehr getestet wird, desto mehr Fehlerberichte kommen auf. Ne? Auf unserem Discord, wir haben extra Discord mit Ticketfunktion dafür geschrieben, wo auch der Justus, ich habe ihn eben schon mal erwähnt, ohne ihn wären wir total aufgeschmissen, der leistet technischen Support und kümmert sich da vor allem auch um die Vermittlung, dass das eben alles dann auch bereinigt wird, was da an Fehlern eben auffällt. Da steckt ein kleines Team dahinter. Ne? Wir wollen, was halt nicht passieren darf, ist, dass so viele Leute testen, dass so viele Fehler ausgeworfen werden, die man überhaupt gar nicht mehr bereinigen kann. Und auch vielleicht so eine gewisse Unzufriedenheit dann herrscht, weil man lange Antwortzeiten hat. Also das muss alles in einem gewissen Rahmen sein. Es ist, wie gesagt,
ein kleines Team. Da steht jetzt kein wahnsinnig großer Konzern dahinter, wie man das jetzt vielleicht bei Twitch mit Amazon oder so kennt, wo da hunderte von Developern irgendwie dahinter stecken, sondern das ist wirklich ein kleines, überschauliches Team mit großen Ambitionen und da dauert sowas natürlich lange. Also es gibt mit Sicherheit irgendwo ein Cap an Freiwilligen, aber den haben wir, denke ich, noch nicht erreicht. Also aktuell ist es alles noch ausbaufähig. Das wollen wir so langsam ranführen und uns da immer weiter vortasten. Aber bisher schaut das ganz gut aus, muss ich sagen. Okay, ja, wie ihr hört, wenn ihr da noch Interesse daran habt, das zu testen, dann könnt ihr da gerne an uns herantreten. Und dann werden wir Sehr. da bestimmt eine Lösung für finden. Auf jeden Fall sprechen können wir immer. Definitiv. Marco fragt, was ist, wenn mehrere gleichzeitig diese Cloud-Lösung benutzen? Ist denn da noch genug Power vorhanden, Ja. servertechnisch? Das ist tatsächlich eine Frage, gerade weil es ja, wie gesagt, kein Riesenkonzern ist, der schon bereits über wahnsinnig große Serverfarmen verfügt, ne? Das muss natürlich auch immer im Auge behalten werden. Aber das ist das Team von Shogun, wo ich sage, dass die einen guten Überblick darüber haben. Aktuell haben sie keine Probleme damit, weil sie auch wissen, okay, wenn die Serverleistungen jetzt zu hoch werden, weil unerwarteterweise wirklich 100% der Tester streamen zur gleichen Zeit, dann wird da zusätzliche Kapazität gebucht. Das ist aktuell jetzt noch nicht das Problem, aber das wird mit Sicherheit ein Problem, wenn das dann irgendwann mal wirklich auch frei verfügbar ist oder vielleicht auch zum Kauf zur Verfügung steht oder da einfach Nutzerzahlen in die Tausende hoffentlich gehen, dann ist das natürlich eine Frage, aber da muss man auch sagen, technisch gesehen kann man da relativ einfach, es ist dann nur noch eine Geldfrage, technisch kann man da relativ einfach dazu buchen, Kapazitäten dazu buchen, um die Server weiter auszulasten, neue Server dazu buchen, da ist die Infrastruktur relativ gut, also das ist dann nur eine Geldfrage, ja. Okay. Knieblond, ich lese jetzt mal eben den ganzen Text vor, bevor ich jetzt die Frage da rausziehe. Vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst, aber wo ist denn da jetzt tatsächlich die Entlastung auf dem eigenen Rechner? Ich muss doch eh alles ins Netz pumpen und gerade bei Video muss dieses doch auch irgendwie komprimiert werden, ob jetzt direkt auf Twitch oder über deren Cloud, verstehe ich nicht so ganz. Okay, ist interessant. Gut, dass wir das nochmal klären, wenn das noch nicht so ganz klar ist. Dann kannst du gerne da noch vielleicht noch was dazu sagen, wie das, was da Ja. denn der effektive Vorteil ist, warum man denn das nutzt anstatt OBS. Ja. Also, wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es gegenüber OBS nur Nachteile. Also, es ist einfach so, dass man im aktuellen Entwicklungsstand, so ehrlich muss man sein, einfach noch nicht so weit ist, dass man sich mit solchen anderen bereits fertigen Lösungen vergleichen kann und darf. So ehrlich muss man sein. Das heißt, es ist wirklich alles noch Work in Progress. Direkt. Der Vorteil zu OBS soll irgendwann mal die Zusammenkunft all dieser Funktionen sein, was ja in OBS nicht abbildet, was auch, denke ich, nicht geplant ist aktuell, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Wobei die Serverleistung, da muss ich auch ganz klar dazu sagen, ich bin kein technisches Genie, also ich kann das jetzt nicht bis ins letzte Detail erklären. Ich kann es euch aber so ungefähr wiedergeben, wie es mir erklärt wurde. Wenn ihr OBS oder andere Streaming-Software, es gibt ja nicht nur OBS, es ist ja auch Twitch-Studios, was ja auch sehr, sehr einsteigerfreundlich ist. Hier ist es immer so, dass die Verarbeitung der Quellensignale immer auf eurem Rechner passiert und durch die installierten Apps im Hintergrund dann immer Server, also eigene Rechnerkapazitäten auffrisst. Wenn ihr das aber, die Signale direkt rausschickt, erfolgt die Verarbeitung eben auf anderen Rechnern über diese Cloud-Lösung und die Verarbeitung findet dann dort statt, sodass euer Rechner entlastet wird und dann das Signal direkt an Twitch weitergegeben wird. Das ist so das, wie es mir erklärt wurde. Das ist aber auch Technik für Anfänger. Ja, also genau mein Niveau. Fakt ist, das ist auch alles noch nicht optimiert. Also es kann auch aktuell noch sein, dass da dieser Vorteil noch nicht so stark zur Geltung kommt. Aber dadurch, dass es noch alles weiterentwickelt wird, ist auch das ein Thema, was technisch noch ja, fein getuned wird. Da müssen noch sehr viele Stellschrauben nachgestellt werden. Du kannst das ganz gut beobachten, wenn du das nächste Mal am Stream bist und den Taskmanager aufmachst. Und währenddessen kannst du bei OBS ganz gut sehen, wie viel Kapazität das wirklich frisst. Also was du an CPU-Auslastung hast, was du an Arbeitsspeicherauslastung hast, was du an GPU-Auslastung hast. Nur über OBS. Das ist noch nicht dein Spiel, was du spielst, oder den Discord, den du nebenbei im Hintergrund offen hast. Das könntest dir quasi vorstellen, dass diese Kapazität, die dein Rechner braucht, um das an deine Zuschauer herauszuschicken, dann mit der Software wegfallen würde.
Das wäre ein interessantes Feedback, ja. Nicht eins zu eins, aber das könntest du jetzt, weil du musst natürlich immer noch die Sachen irgendwo hinschicken. Klar, hast du dann noch trotzdem irgendwo Rechnerleistung, die in Beanspruch genommen wird, aber grundsätzlich kannst du quasi so sagen, dass da etwas wegfällt. Genau. Also das Rausschicken, was ja sowieso passieren muss, ne, auch über OBS, weil die Verarbeitung ja vorher erfolgt, bevor das Signal nach draußen geschickt wird, das Schicken der Signale ist nicht wirklich rechnerkapazitätstechnisch, wie soll ich jetzt sagen, belastend für den eigenen PC. Aber diese Verarbeitung, die ja über die installierte Software, über die Twitch Studios App oder zum Beispiel über das OBS-Programm selber funktioniert, das wird ausgelagert sozusagen und das wird woanders stattfinden. Und das, wenn man jetzt mal überlegt, man setzt wie jetzt auch einen Stream auf mit mehreren Signalen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Signale es jetzt hier insgesamt gibt, aber alleine ich sende ja Kamera und Mikrofon. Dann hast du ja selber deinen eigenen Desktop teilweise oder auch die Diashow, dann dein eigenes Headset, deinen eigenen Desktop-Hintergrund und so weiter und so fort. Das sind ja 6, 7, 8, 10 Signale teilweise. Wenn ich jetzt sogar noch spiele, dann ist ja auch mit einem bewegten Bild auf hohen Grafikeinstellungen werden die Signale ja auch von der Übertragungsrate her deutlich größer und von der Verarbeitungsrate her. Also je nachdem, welche Qualität ich da habe, desto mehr Serverleistung wird ja auch in Anspruch genommen. Wenn ich das auslagern kann, ist das immer gut. Ich kann jetzt noch nicht versprechen, dass das wahnsinniger Unterschied ist, weil das ist jetzt noch vor der Optimierung. So, dieser Grundpfeiler, der steht erstmal. Neben der Idee funktioniert es tatsächlich auch schon. Wie groß der Unterschied ist, würde ich aber gerne mal auch erfahren wollen. Das ist ein interessantes Thema. Also es ist so, wie Tammy gerade sagt, ja, das kann man sich tatsächlich so relativ ganz gut vorstellen, denke ich. Man kann sich das wie eine zweite Capture-Card, wie eine Capture-Card vorstellen, die online operiert, wodurch quasi dein PC ist, der mit dem du gerade am Spielen bist und ähnliches, der das quasi abgreift. Ja, vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn man da nicht so die Vorstellungskraft hat. Am Ende des Tages ist das Streaming, was du machst, übernimmt ein anderes Gerät. Macht nicht mehr deine Hardware, sondern irgendeins, was irgendwo im Netz steht. Richtig, also solche Cloud-basierten Lösungen finden ja schon sehr, sehr häufig und schon sehr, sehr lange Anwendung. Ich weiß nicht, wer von euch Google Stadia kennt. Und da gab es auch noch ein anderes, Shadow hießen die, glaube ich, Shadow Gaming. Da war es so, dass ich konnte einen ganz schlechten Rechner haben, auch nur einen Laptop oder irgendwas anderes. Vielleicht auch, das ging sogar, glaube ich, über das Handy und habe mir bei denen einfach wie ein Netflix-Abo für 30 € im Monat einen Account gebucht, und habe dann einen kompletten Rechner in einer Cloud-Version vor mir gehabt. Einen kompletten Hochleistungs-PC, der wirklich alles, da war wirklich alles Cloud-basiert ausgelagert, der komplette Rechner. Ich konnte dann quasi auf meinen Monitor, obwohl ich einen absoluten Kackrechner hatte, um das mal auf Deutsch zu sagen, konnte ich die besten Spiele auf höchsten Grafikeinstellungen spielen. Ich brauchte eigentlich nur eine gute Internetverbindung. Und das ist immer so diesen Trade, den man dann macht, ne? Wenn ich jetzt auf dem Land sitze und habe halt irgendwie nur eine 8K-Leitung, sage ich jetzt mal, dann macht das natürlich wenig Sinn. Aber wenn ich halt wenig Geld für so einen großen Rechner ausgeben will, nur 30 € im Monat für so ein Abo, da hat sich das dann gelohnt, wenn ich eine gute Internetverbindung hatte, ne? Also solche Ideen gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und hier hat man sich bei Shogun eben gedacht, okay, wir überlegen mal, wie können wir das für das Streaming, alleine nur für das Streaming optimieren. Das, was du meinst, das nennt sich, glaube ich, Shadowplay, oder? Kann das Ja. sein? Oder zumindest klingelt das bei mir, dass es da irgendwas von Nvidia war. Kann das Ja, sein? es war, glaube ich, tatsächlich ein französisches War Unternehmen. das? Ich hatte zu denen mal einen ganz guten Kontakt gehabt. Aber Ja. es kann auch sein, dass sie inzwischen Shadow Play heißt oder was in der Richtung. Vielleicht habe ich da auch irgendwo was anderes im Kopf, aber ich meine, dass das irgendwie was. Vielleicht verwerfe ich da auch gerade etwas. Aber das ist mit Stadia ist es ja auch so was Ähnliches. Das ist bei uns in Deutschland immer so ein gewisses Problem mit Internet ausbauen und alles. Wenn du jetzt nicht gerade in der Großstadt wohnst, hast du da vielleicht Probleme. Gerade aber nebenbei nochmal, das will ich gerade selber mal wissen. Ah, nee. Das von Nvidia heißt so, das ist so eine Das von Capture-Software. Nvidia ist aber, glaube ich, was Ja, anderes, das ist ja. was anderes. Dann habe ich das im Kopf durcheinander. Aber ist ja, wie dem auch sei. Shadow.tech ist das, glaube ich. Shadow.tech. Cloud Computing. Also wirklich einen kompletten High-End-Leistungs-PC. Das waren die, glaube ich. Ja, genau. Ja, das kann ich Ja. dann eben auch. Dann habe ich einen Hochleistungs-PC nur über mein Handy. Das sind sehr interessante Dinge. Hat sich noch nicht durchgesetzt, weil Ja. Internetverbindung natürlich auch sehr häufig einfach Trash ist hier in Deutschland. Muss man auch ehrlich sein. Und das braucht dann natürlich einiges. Ja, okay. Aber ich denke, wir sehen, worauf das hinausläuft. Und ich glaube, es ist vorstellen, dass das sowas in Zukunft immer mehr kommen wird. Irgendwie über
GeForce Now. Kann das sein? Das war, was ich im Kopf hatte. Irgendwas habe ich da mit Nvidia im Kopf, aber vielleicht irre ich mich auch komplett. Ich meine, ich habe auch gerade beim Googlen was gefunden von Nvidia. Ich habe es ja schon wieder weggemacht. Naja, ist ja auch egal. Antra Gaming, grüße dich. Hallo. Hallo, moin, 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 moin. So, also, wenn mein Rechner eine zu schwache Leistung hat, um Spiele, vor allem mit hoher Auflösung, ETC und alles andere, was man benötigt, wird da ausgeholfen, beziehungsweise fällt es größtenteils weg. Also nein, dein Spiel natürlich frisst nach wie vor genauso viel Hardware-Ressourcen. Das Spiel ändert sich nicht. Es ändert sich nur das, was OBS an Ressourcen benötigt. Das fällt weg. Genau. Das andere, also wenn ich wirklich das Spiel auslagern will, dann muss ich wirklich diese Shadow.tech, diese Cloud Computing ist das dann, also wirklich den kompletten PC auslagern. Dann brauche ich aber eine ganz steile Internetverbindung, um das wirklich alles zu übertragen, weil da kommt es natürlich auch auf Ping-Zahlen und so weiter drauf an. Aus meiner Sicht ist es noch nicht ausgereift, aber wer da eine gute Internetverbindung hat, der wird da wahrscheinlich weniger Probleme haben. Cloud Computing, Shadow.tech. Ja, ohne jetzt so viel Werbung für ein anderes Unternehmen zu machen, aber... Das ist aber, ja, ich fand es aber eine interessante Sache. Ich bin an solchen Neuerungen bin ich wirklich interessiert und das fand ich damals wirklich schon interessant. Aber ja, nur für Kontext, nicht für Werbung. Alles gut, alles gut. Ja, auf jeden Fall ist das alles eine sehr interessante Idee und wir müssen mal beobachten, wie das in Zukunft weitergeht. Vor allen Dingen vielleicht für die Tester finde ich das auch eine interessante Sache, wie das ist, wenn ihr die Software nutzt und nicht OBS, was ihr für eine Ressourcen einsparendes habt. Wenn das mal beim Taskmanager vielleicht mal vergleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann das ein Tester mal ausprobieren, wie das ist, wenn man einmal OBS nutzt im Stream und im nächsten Stream dann die Shogun-Software, ob das einen signifikanten Unterschied gibt. Das wäre wirklich mal interessant und da will ich auch gerade die Gunst der Stunde nochmal nutzen, um auch mal Lob an die schon mal auszusprechen, die das bereits schon testen. Wir haben es nämlich auch geschafft über den Discord, diese Ticket-Funktion und natürlich, weil die Streamer das sehr, sehr kontinuierlich umsetzen, kontinuierlich Feedback geben. Und hier ist ja auch so, was wir alle in Deutschland gerne machen, meckern, das ist ja erwünscht. Ne? Also das soll auf jeden Fall sein. Und das funktioniert einwandfrei. Aber auch ne, meckern in einem kritisieren in einem anständigen Rahmen, wo dann wirklich auch die Probleme mit Uhrzeiten beschrieben werden und wirklich auch auf Nachfragen geantwortet wird und das alles auch zeitnah, sodass die Entwickler da auch wirklich das alles auffangen können. Also da muss ich wirklich mal ein Lob an alle aussprechen, die das jetzt schon nutzen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Sogar so gut, dass wir ja schon gar nichts mehr machen müssen. Also das läuft tatsächlich relativ eigenständig zwischen Entwicklern und Streamern. Und das war eigentlich so die Wunschvorstellung. Das muss erstmal funktionieren. Also vielen, vielen Dank an der Stelle an jeden, der da jetzt schon aktiv ist. Wie oft passiert das so? Also ist es häufig, dass dann diese Kommunikation so gut funktioniert, dass ihr dann quasi die Hände heben könnt und ja, wir machen gar nichts mehr, ihr macht mal? Na gut, also ganz so ist es nicht, aber wir streamen ja auch selber und haben dann auch entsprechende Fehler, die wir aufzeigen. Wir hatten es jetzt auch am Montag, wollte ich selber, ich versuche da mich auch selber reinzufuchsen als wirklicher Anfänger, um da auch mein eigenes Newbie-Feedback reinzugeben. Das heißt, ganz die Hände in die Hosentaschen legen macht man nicht, aber das kommt tatsächlich sehr selten vor. Und ich muss sagen, von uns als Agentur, als Dark Origin, wir haben ja generell sehr, sehr viel auch in anderen Bereichen zu tun. Also wir machen ja auch sehr viel für Messen, für Veranstaltungen, so Gamescom-Auftritte und verbinden Unternehmen, zum Beispiel auch mit Influencern. Das sind auch relativ große teilweise dabei. Und ich muss sagen, aus der Erfahrung heraus auch sehr viele spezielle Charaktere. Also für mich waren immer, und das ist wirklich ein bestätigtes Vorurteil, Streamer, kreative Köpfe sind immer relativ schwierig bei solchen Dingen, wenn es um so Verbindlichkeiten geht, ne? So Termine einhalten, Feedback mal zu geben und so. Das war in der Vergangenheit schwierig und deswegen ist es überraschend, dass es hier so gut funktioniert. Also da haben wir mit deutlich mehr, ich würde nicht sagen Ärger, aber mit mehr Arbeit gerechnet, wo dann dort doch immer nochmal irgendwie nachgefragt werden muss, naja, wie schaut es denn eigentlich, wie findet ihr das? Da ist aber auch Punio an einer guten Stelle und auch andere Streamer, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich weiß jetzt gar nicht nämlich genau, wer es ist, aber da kommen dann auch eigenständig so Nachfragen, na hey, sag doch mal was, wie findet ihr es denn? So, dass auch selber diese Aktivität von sich selber heraus hochgehalten wird. Und das ist wirklich das. Jeder, der mal in der Schulklasse war, weiß, wie selten das ist, wenn da so ein Haufen Menschen dabei ist, da aktiv zu sein. Das ist hier was anderes. Also das finde ich schon Honig ums Maul jetzt, ich weiß, aber finde ich wirklich toll. Ja, auf jeden Fall alle, die sich da gerade angesprochen fühlen, ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt auf die Schulter geklopft fühlen. Ja, macht ja alles gut. So, Knieblond hat da doch jetzt noch einen Einwand, den ich auch gerne nochmal einbringen möchte. Ja. Die Idee ist ja nicht schlecht. Ich befürchte aber, dass sich das so nicht in Deutschland etablieren lässt und wenn, dann zumindest nicht bezahlbar. Zu viel zu erwartende technische Schwierigkeiten.
Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was er genau meint. Ich habe den Kommentar eben schon ganz kurz mal gelesen. Da hat man, glaube ich, noch über das Cloud Computing gesprochen. Wenn Das es um kann das sein. Cloud, wenn es um das Cloud Computing geht, gehe ich da absolut mit. Also das liegt vor allem auch daran, auch wenn natürlich sehr viele Menschen in Großstädten mit anständigen Internetverbindungen leben, sind ja doch sehr viele vor allem im ländlichen Bereich unterwegs. Und wir in Deutschland, uns geht es ja eigentlich nicht schlecht. Es gibt ja viele, die sich zumindest einen halbwegs anständigen PC leisten können. Die sind auf so eine Lösung auch gar nicht angewiesen in der Regel, so dieses Cloud Computing. Viele sind ja froh, wenn sie Glasfaseranschluss haben. Also das sehe ich auch jetzt in Deutschland ist noch sehr, sehr viel passieren. Für Shogun selber, finde ich, ist der große Vorteil, also dieses Cloud-basierte Arbeiten ist wie so ein Bonus, also wie so ein nettes Gimmick für jemanden, der gerade frisch anfängt zu streamen. Der eigentliche Vorteil, und deswegen denke ich, dass es sich doch durchsetzen wird, wenn es fertig ist und auch gut durchkommt, ist ja, dass diese Plattform alles, was man normalerweise braucht, zum erfolgreichen Stream vereint. So dieses All-in-One-Solution. Hat aus meiner Sicht immer den Nachteil, dass wenn man sich auf viele Dinge gleichzeitig konzentriert, dass oftmals Fehler passieren können, technische vor allem auch. Aber wenn man es gut anstellt, dann ist das aus meiner Sicht der größte Vorteil von Shogun. Wir haben alles an einem Platz und vielleicht kriegen wir ja sogar eine Konnektivität der verschiedenen Drittanbieter noch hin, die man zum Stream braucht. Und das, finde ich, ist wirklich ein Vorteil, der sich auf jeden Fall durchsetzen kann, wenn er denn mal fertig ist, wenn es soweit ist. Klingt perfekt. Klingt perfekt. Wenn wir jetzt darüber reden, ich meine, wenn wir mal über ein weniger schönes Thema reden mit dem, was kostet, ist ja etwas, was man da auch fragen muss, weil wahrscheinlich wird die Shogun Software jetzt keine kostenlos zur Verfügung gestellte Software dann später, wenn sie dann irgendwann mal released sein sollte, sein. Gibt es da irgendwelche Vorstellungen, wie das aussieht, wie das finanziert wird? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Ideen. Ich denke, man kann es generell vollumfänglich niemals kostenfrei anbieten. Das liegt einfach daran, dass wenn man das machen würde, wäre es ein absolutes Minusgeschäft. Ne? Das muss man ganz klar sagen, weil gerade diese cloud-basierte Lösung erfordert ja Kosten von Shogun. Wenn ich da jetzt einen Server miete und da jeden drauf lasse, dann bezahle ich ja dafür, dass die Leute das kostenfrei nutzen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen ist es der Ruin, wenn ich das mache. Ne? Es gibt aber verschiedene Ideen, wie man das abfedern kann. Eine Idee, die ich relativ interessant finde, ist, dass man verschiedene Streamer-Pakete schnürt. Also, wozu möchte ich denn streamen? Und gerade in der Anfangsversion das frei zur Verfügung stellt. Da muss man auch ganz klar sagen, Lösungen wie OBS oder Twitch Studios, die sind ja for free. Die kann ich ja einfach runterladen, ich beschäftige mich ein bisschen damit und dann kann ich das zum Starten bringen. Da wäre es wahrscheinlich fatal, wenn man jetzt sagt, wir machen eine Lösung auf einem gleichen Niveau und das kostet 5 € im Monat. Ja, wer kauft sich das? Ist ja Quatsch. Und dass man sagt, je professioneller oder je, wir hatten es eben schon von Plugins, je mehr Services ich davon nutzen möchte, dann kostet das dann gegebenenfalls irgendwann ein bisschen was auch. Das kann ich mir vorstellen. Und die andere Lösung, die man hat, ist, Shogun hat den Vorteil, wenn man viele Leute auf diese Plattform bekommt, dass man eben viele Leute zur Verfügung stehen hat. Und es gibt ja schon einige Anbieter, die es ähnlich machen, dass man dann zu größeren Unternehmen geht und ähnliche Angebote startet, wie zum Beispiel das auch Stream Elements macht. Dass man mit denen Werbepartnerschaften schließt und den Streamenden die Möglichkeit gibt, die Reichweite zu nutzen und Werbung auf ihren Kanälen zu schalten. Und dafür bekommt man aber als Shogun Geld und gibt dann einen Teil des Erlöses an die Streamer weiter, je nachdem, wie viel Reichweite dann eben auch dahinter steckt. Ganz klassisches Zahlenspiel. Und so diese Ideen, die ja sind absolut nicht ausgereift, auch gar nicht spruchreif. Das ist alles noch nicht greifbar, weil das Produkt ja auch noch nicht fertig ist. Aber diese Ideen würden ja im Endeffekt dazu führen, dass man das Produkt entweder sehr günstig anbieten kann oder halt auch in verschiedenen Lizenzformen oder in verschiedenen Nutzungsformen auch gar kostenfrei machen kann. Wie gesagt, aus meiner Sicht muss, weil ansonsten wird ja Shogun keiner nutzen, wenn man, wenn es OBS kostenlos gibt, das ist ja klar. Das wäre Schwachsinn. Das ist Ja, Schwachsinn, ja. sich eine kostenpflichtige Software zuzulegen, die immens teuer ist, wenn es eine Ja. kostenlose gibt. Wenn der Nährwert da ist, aber nicht preis-leistungstechnisch einsehbar ist.
Ich hatte auch vor, es zu testen, aber es heißt ja, dass Capture Card noch nicht unterstützt wird und ich als Xbox-Spieler bin damit dann ja raus. Ja, also das ist wieder ein Punkt. Aktuell unterstützt es eben nur PC-Spielerinnen und Spieler. Ich hatte auch schon vor, ich bin tatsächlich also Xbox-Hasser, ja, also ich, an der Stelle Hassa, das ist aber ein hartes Wort. PlayStation-Spieler, ganz klassischer, schon seit Geburt an, ja. Auch das wird natürlich nicht unterstützt, ne? Ist ja klar. Das liegt, wie gesagt, daran, dass die Funktionen einfach noch nicht ergänzt wurden, und der Entwicklungsstand einfach jetzt gerade da ist, um das gerade mal auf PC zu testen. Und selbst da geht vieles noch nicht. Wie gesagt, ich hatte es am Montag auch. Da hat es ich glaube, der Fehler ist mehrfach aufgetaucht, hat es meine Kamera- und Mikrofonquelle nicht erkannt in der Vorschau. Und das wäre dann im Stream, hätte ich nichts sagen können. Ne? So kann ich da nicht streamen. Da muss man an der Stelle halt einfach sagen, es ist halt immer noch in der Entwicklungsphase und da tauchen solche Fehler auf. Aber das mit der Capture Card, das steht auf jeden Fall neben anderen Themen relativ weit oben. Da gibt es aber noch andere Sachen, die auch verbessert werden müssen. Aber Capture Card ist schon so eine Sache, weil man spielt ja nicht immer nur PC. Es gibt ja auch viele Titel, die hat man einfach auf der Konsole, weil es die meinetwegen in den Xbox-Pässen da umsonst gibt oder bei der PlayStation Plus. Die will man sich ja nicht extra für PC kaufen, nur um es dann über Shogun zu streamen. Andere Sachen sind halt wirklich auch Xbox, PS, PlayStation Exklusivtitel. Die kann man auch nicht auf dem PC spielen oder zumindest von der PlayStation aus nicht. Und da braucht man einfach eine Capture Card. Das gehört zum heutigen Streaming aber einfach dazu. Steht auf der Liste. Wird mit Sicherheit auch umgesetzt. Ich kann nur noch nichts versprechen. Ich weiß noch nicht, wann das ist. So viel Einblick habe ich dann doch nicht. Ja, aber genau deshalb ist solcher Feedback von anderen Streamern halt wichtig, weil wer weiß, vielleicht hätte die Entwickler der Software da gar nicht drüber nachgedacht und hätten einfach vor sich hin entwickelt, ohne daran zu denken. Ja, von wegen Konsolenkrieg. Ja, Lassen wir dieses Thema einfach komplett. ja. Nein, ist auch eigentlich nur noch so ein Relikt aus alten Zeiten. Also, Ja. das ist nicht mehr aktuell. Also, ich freue mich für jeden, der zockt, egal auf welcher Plattform, ist mir völlig egal. Habt einfach Spaß am Spiel, das ist das Wichtigste an Genau der so sieht's Sache. aus. Genau so Das ist sieht's das aus. Wichtigste an der Sache. Und gegebenenfalls nutzt ihr in Zukunft auch irgendwann mal die Shogun-Software. Jawohl. Zu dir selber, du sagtest, du bist im E-Sport eher so tätig, aktiv. Da kommst du her. Aus welcher Richtung kommst du daher? Ich hab schon viele Spiele gesehen, auch gerade bei den neuen Mitgliedern, die ihr vorgestellt habt. League of Legends war nicht dabei, Okay. aber da sind wir eigentlich zu Hause, auch mit unserem E-Sport-Team. Also ich selber, ich bin weder Profispieler, noch bin ich Profi-Streamer oder Techniker. Ich kümmere mich eigentlich eher so ein bisschen um das Geschäftliche und ich kann ein bisschen was labern, also tauche ich ab und an mal in einem Interview auf. Ne? Das kann ich, dafür stelle ich mich zur Verfügung. Wir haben 2017, haben wir, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, damals auch mit Akurin, falls ihr den kennt, der hat damals mit uns seinen Einstieg noch mitgehabt, war bei uns im Team mit drin und das hat richtig Spaß gemacht. Also wir haben so ein richtiges kleines Familienprojekt, mein Bruder und ich, gestartet. Ich war damals noch in Berlin, jetzt eher in Thüringen, also wir sind gebürtige in Thüringer, das heißt, wir hatten auch eine sehr, sehr weite Distanz und das war so ein richtig schönes Familienprojekt, dass wir dieses Team betreut haben, aufgebaut haben und es hat Spaß gemacht. Wir konnten dann auch ein bisschen viel, wir konnten ein bisschen viel, wir konnten ein bisschen Geld damit verdienen und konnten dann auch Spieler bezahlen und haben dann auch Spielerverträge gemacht und irgendwie ist das Ganze noch weiter gewachsen, hat so viel Spaß gemacht, dass man das immer ausgebaut hat und irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir die Agentur und machen das hauptberuflich und versuchen hier unser Hobby zum Beruf zu machen. Das haben wir bisher ganz gut geschafft. Ich hoffe, dass wir das auch ganz, ganz lange machen dürfen. Thüringen. Ja, da fühlt er sich direkt heimisch. Ja. Jawohl, okay, ist eine gute Sache. Das heißt, du kommst aus der League of Legends-Szene, so gesehen. Ja, also wenn dann League of Legends. Ich spiele selber auch, das ist auch, also LOL ist auch immer, ich spiele sehr viele Rollenspiele, aber LOL ist immer mein Rückkehrspiel. Wenn ich irgendwann mal nicht weiß, was ich zocken soll, zocke ich immer LOL. So. Okay, Ich weiß okay. nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man irgendwie mal mit einem Spiel durch ist, zu irgendwas kehrt man immer zurück. Irgendwie. Und das ist bei mir LOL. Wenn du daran Spaß hast, dann tu dies so. Dann tu dies so. Ja, ist doch schön. Und selber dann jetzt auch am Stream mit so richtig. Also was heißt angefangen? Oder ist das mehr so ein, du machst mal oder testest sogar selber die Software? Oder das ist eher deine Motivation beim Stream? Nee, also ich hatte auch schon Bock drauf gehabt. Also so der initiale Anstoß hat mir immer gefehlt. Ich bin eigentlich immer so der ganz stille Konsument, will ich mal sagen. Also Twitch aufmachen und ein bisschen was nebenbei anschauen. Damals irgendwann mal mit Gronkh angefangen. Das war meine Einstiegsdroge sozusagen. Da haben wir sehr viel geschaut. Inzwischen auch viele andere Streamerinnen und Streamer. Und
irgendwann habe ich gedacht, hey, das scheint Spaß zu machen, einfach ein bisschen mit Leuten zu quatschen, und das sehe ich mich. War aber, wie gesagt, sonst immer sehr stark im Hintergrund. Und durch Shogun kam dann der initiale Anschluss, einmal zu sagen, komm, also jetzt bietet es sich ja an, das auch mal einfach selber zu probieren. Aber einfach wirklich nur just for fun. Wir testen nebenbei die Software, haben ein bisschen Spaß zusammen. Es ist sehr, sehr unregelmäßig, einfach durch mein Privat- und Arbeitsleben. Ich versuche zweimal die Woche zu streamen. Hat jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so gut funktioniert. Aber hat diesmal an Shogun gelegen, nicht an mir. Ich hoffe, dass ich Montag dann wieder loslegen kann. Und da war ich dann aber eher, ich habe zuletzt auch wieder LOL gestreamt, aber angefangen hatte ich damals mit Elden Ring, bis es mich sehr stark getiltet hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Ich habe es vor 2 Wochen beendet, also sitze ich dahinter. Ja, ich hänge noch irgendwo. Ich bin nicht mal Midgame, also. Ja, wenn das mit dem Streaming dann regelmäßig wird und du da richtig Bock drauf hast, dann weißt du ja, wo du dich zu melden hast, wenn denn Ja. mal, wenn einmal was ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es total klasse, dass es solche Vereinigungen wie euch gibt. Also solche Netzwerke einfach, wo man sich zusammenfindet und das zusammen genießt. Das ist aus meiner Sicht auch das, was das Streaming ja eigentlich ausmacht, ne? Also nicht schlecht. Jawohl. Ja, Puma hat gerade den Shoutout gemacht, geht da auf jeden Fall mal rein. Also da drauf. Und lass da Liebe da, bitte. Wenn wir schon Gott. den Herren hier Gott. haben, dann können wir das ja auch mal tun, meine Damen und Herren. Also ergreift jetzt die Gelegenheit und bereitet dem Herrn ja meiner anderen Seite hier so eine kleine Freude immerhin. Als kleines Dankeschön, dass er sich hier den Abend, Freitagabend, könnte er auch mit seiner jetzt mittlerweile vielleicht schon schlafenden Tochter die Zeit doch verbringen. Direkt. Solange sie schläft, brauche ich keine Zeit mit ihr verbringen. Ne? Also das ist eigentlich Ist meine aber Zeit, wo auch ich wieder an den nett. Rechner zurückkehre. egal wo rein, bin dabei. Ja, Janett, komm, das kommt ist hier. jetzt eine schwierige Aussage, aber Mir gefällt. Ich wollte sagen, wo ist Punio? Das ist wieder genau sein Ding. Ja. Ja, damit muss ich mich immer rumschlagen. Ja. Da gibt es Schlimmeres. Sagst du? Ja, es gibt Schlimmeres. Nennt sich Feierpfötchen. Ist er anwesend? Nein, nein, Ah. nein. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich. Danke auch. Ich habe zu danken. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns in Zukunft ja nochmal wieder. Wir hatten ein interessantes Gespräch. Mal gucken, was sich das so hin entwickelt. Vielleicht haben wir in Zukunft einen Member mehr. Vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Ja, das ist gar kein Zwang, gar kein Druck aufbauen jetzt hier, ne? Absolut nicht. Nee, aber wegen wir uns noch unterhalten hatten, vielleicht finden wir ja in Zukunft noch mal einen Termin, uns zusammenzusetzen. Und Ja, wer weiß. das ist so meine Welt. Ja, also sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin absolut begeistert, finde das absolut toll, was ihr hier macht und absolut auch unterstützenswert. Also Jetzt hast du ja Chapeau, nochmal noch so einen habt ihr gut Einblick gemacht. bekommen, was wir hier noch so machen. Ja. So einen kleinen zumindest. Bin auch Ja, also eher. von daher vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne Ja, wieder. freue mich auch. Vielleicht auf zukünftiges Wiedersehen. Und ja, dann wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank für Gleichfalls. Vielen, vielen Wort Dank. und Antwort. Und wir hören und sehen uns, würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Würde ich auch sagen, lasst euch gut gehen, schönes Wochenende und macht keine Fehler mehr. Gleichfalls. Bis Dort dahin auch. und tschüssi. Joey. Meine Damen und Herren, das war sehr Sehr gut, informativ. sehr informativ, hat sehr viel Diese Spaß Disconnected gemacht. from your Ich hoffe, channel. euch hat es auch gefallen, meine Damen und Herren. Ja, lasst auf jeden Fall da drüben nochmal ein Like da bei dem guten Benny. Geht da rein. Vielen lieben Dank für die ganzen Resubscriptions, für die ganzen Subscriptions. Ich habe mich nicht zu Wort gemeldet während des Interviews. Ich hoffe, ihr könnt mir dies nachsehen. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie viel waren das denn? Das waren noch 5 von Caro und das Joker Brella hat gesubbt und hier Janet auch. 10. Kommt das hin? Bloody hell. Schön lockeres Interview. Sehr angenehm. Danke. Ach, du meinst ihn wahrscheinlich. Ja, fand ich auch. War sehr angenehm. Hat mich sehr gefreut. Hat mir sehr gefallen. War schön, sich zu unterhalten. Und vielen Dank. Wie gesagt, danke, 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 danke für alles. Während des Interviews gehe ich da nicht drauf ein. Ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. Das Ja, wer Video. noch Interesse am Testen hat, einfach mal bei uns melden. Ich gebe dann den Link raus. Wer in der WhatsApp-Gruppe drin ist, hat den Link jetzt bereits. Na, einfach ausfüllen, eintragen und dann gucken wir mal, ob sie noch ein paar Tester übernehmen oder nicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, ich denke, die Interesse von Shoguns Seite aus ist auf jeden Fall da. Geht da auf jeden Fall rein und vielleicht
könnte da auch noch bei helfen, unterstützen, diese wirklich sehr interessante Idee noch etwas mehr voranzutreiben. So, Punjo, mein Guter. Anwesend. Dankeschön. Testen, testen, testen. Ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr nichts mit Softwareentwicklung zu tun habt, könnt ihr das vielleicht gar nicht so euch so vorstellen, wie wichtig das ist, solche Tests zu haben und Tester zu haben und genau Feedback zu bekommen. Das ist eine insane Hilfe für die Entwickler. Das ist quasi gar nicht vorstellbar, wenn man nicht in dieser Welt sich befindet. Meine ja. Damen und Herren. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch ganz gut. Ja. Bestes Beispiel ist halt, du programmierst etwas und denkst dir so, ja, geil, ne, funktioniert, klappt, spitze. Ja. Ja. Und dann testet das jemand und sagt, ja, aber das da wäre vielleicht besser und das wäre besser und ja, ich komme damit nicht klar und das auf die Idee wärst du nie gekommen. Oder du testest halt an einem Fehler vorbei, weil du den Fehler gar nicht erzeugst, wenn du über den Knopf auf die Seite, über die Richtung gehst. Genau, weil du ja immer von dir selber ausgehst denkst, ich krieg das so hin, das funktioniert, aber andere dann vielleicht nicht. Ja, Tester machen einfach manchmal Dinge, die Entwickler nie machen würden. Das ist der Fall. Deswegen ist auch gut, verschiedene Personen dazu haben. Mhm. Viele verschiedene, mit verschiedenen, auch verschiedenen Erfahrungsstufen, ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen. Feedback ist immer extrem wichtig. Absolut, meine Damen und Herren. Absolut. Feedback ist auch eine Sache, auf die wir uns immer wieder freuen. Und wir haben kürzlich einen Aufruf gestartet, wo wir auch Feedback bekommen haben und wir über den Feedback sehr, sehr zufrieden sind. Und wir hoffen, dass dort noch mehr Feedback zu kommen vermag. Ich hoffe, man weiß. Das war eine sehr schöne Überleitung. Ich finde auch, dass das auch sehr gut das muss man jetzt mal. Doch, ja. Ja? Die war. Na, on point. Dankeschön. Dankeschön. Dann Ubisoft, definitiv Tester mehr oder hören nicht auf sie. Keine Tester mehr oder hören nicht. Ich denke vielleicht eher Zweiteres. Aber wir wollen ja hier keine andere Firma in irgendeiner Art und Weise bashen. So, gehen wir mal rein zu dem, was ich jetzt meinte. Es hat funktioniert. Ich bin absolut überragend glücklich. So, leider ist das Scrollen hier wieder mal fürchterlich. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Meine Damen und Herren, wir sind seit ein paar Wochen, Punjo, vielleicht zwei? Ja, seit fünften, dritten, dritten, fünften, glaube ich, war das. Das sind drei Wochen. Sind wir. Vielen Dank für dein Cheer Rocket. Kann genau gucken, warte. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir bei TikTok unterwegs und TikTok ist eine interessante Plattform zum Posten von Videos, zum Reichweite generieren und zum mich. Exakt, der fünfte war das erste Video. So. Zu vernetzen. Meine Kleine schläft nun doch nicht mehr, daher verabschiede ich mich früher. Viel Spaß euch noch. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich, dass du dabei warst und viel Spaß mit der Kleinen. Viel Erfolg, dass du jetzt zu bald schlafen bringst. Bis bald, bis sehr bald. Jawohl, und nochmal vielen Dank für den nächsten Blitz. Danke dir, Rocket. Vielen, vielen lieben Dank. Merci beaucoup. Ja, danke schön auch für alle Follower heute, für alles, ja, worauf wir nicht ganz eingehen, denn bin noch etwas hier fokussiert auf den ganzen Spaß, den ich hier doch mache. Meine Freunde, auf jeden Fall, ihr seht hier noch einmal den Beitrag, das, was ihr hier denn machen könnt, nicht müsst, aber es wäre schon wünschenswert. Nehmt einfach ein Video auf, wo ihr ein bisschen über euch redet, über das Team. Maximal 60 Sekunden, das wäre optimal. Solltet ihr solche Sprachpausen haben oder Füllwörter, so wie das werden wir dann noch rausschneiden, genau. Ich schneide Sprechpausen sichtbar raus. Vermeldet es möglichst, weil natürlich ist das dann ein Cut, der immer nicht so schön ist. Das heißt, vielleicht nimmt er das Video dann einfach mal das dritte, vierte, 22.72. Mal auf, bis es dann endlich mal funktioniert. Schreibt es euch auf, wenn ihr damit Probleme habt, frei zu reden. Oder nehmt das einfach dann 73,2 Mal auf. Und irgendwann wird dann auch mal ein Try dabei sein, wo es reibungslos abläuft. Sendet das ein, schickt uns das und wir werden dann da etwas Schönes draus machen, dass wir das auf TikTok posten. Und wir können uns mal angucken, wie das jetzt bislang aussieht. Hier haben wir bislang die veröffentlichten Videos und hier haben wir eine ganze Batterie an Menschen, die sich bereits dort verewigt haben. Vielen Dank fürs. Jawohl, ein erholsames Wochenende. Wo wollen wir da mal reingehen? Wen wollen wir uns mal angucken? Punjo, was sagst du? Nimm doch unser virales Video. Ist jetzt keine direkte Vorstellung, aber das. Ja, was heißt viral? Es hat jetzt mittlerweile 5000 Aufrufe im Vergleich zu den anderen. Ist das halt extrem viel. I'm not sure what this is.
Oben 4970, erste Reihe, viertes Warte. Video. We are streamers. Wait, das war etwas laut. Wer diesen Namen, diese Bezeichnung nicht kennt, der sollte schleunigst etwas daran ändern. Denn We are streamers bedeutet genau das, was es heißt. Wir sind Streamer. Wir sind eine Community, ein Netzwerk, das sich gegenseitig supportet, untereinander supportet. Und wer Teil dieses Netzwerks sein möchte, der braucht keine Voraussetzung. Der muss vorbeikommen, der muss machen, der muss tun und der muss wissen, wo er hin will. Denn wir wissen alle, wo wir hin wollen. Und wenn ihr auf diesem Weg Unterstützung braucht, dann kommt zu uns. We are Streamers und werdet ein Teil dieser Gemeinschaft. Also der Videolag war gerade sehr gut. We are... Ja, komm. Kleiner Tipp für alle. Wenn ihr TikTok habt, klickt da oben auf die Frage und beantwortet die Frage auch. Jawohl. Einfach hier draufklicken und dann habt ihr zum Beispiel hier der gute Giftzwerg. Genau, der hat die auch schon darauf quasi nicht darauf geantwortet, sondern einfach auf die Frage geantwortet. Also wer darauf Bock hat. Kannst du auch gerne mal zeigen, wenn du magst. Kann ich auch gerne zeigen. Hallo zusammen. Warum ist das so schrecklich laut? Mein Name ist Giftzwerg TV. Um die Frage nachzugehen, wie ist es bei euch so? Bei mir ist es so, ich bin ein Teil von We Are Streamers, ich bin Mitglied in einer großartigen Community, besser gesagt in einer großartigen Familie. Auch kleine Streamers können zu We Are Streamers kommen. Zeigt mein Beispiel, ich hatte 50 Follows, habe mich bei We Are Streamers beworben und habe mir aber zeitgleich einen Mentor gesucht, weil ich gelesen hatte, mit 50 Follows braucht man einen Mentor. Und der liebe Big Example hat für mich ohne Wenn und Aber den Mentor übernommen. Also probiert es doch selber, kommt zu uns, auch wenn ihr klein seid. Sucht euch einen Mentor, es gibt bestimmt viele Streamers von Via Streamers, die das für euch machen würden. Ja, ihr könnt immer die Leute fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt, ob ihr irgendwas in eurem Stream verbessern könnt, wie ihr es verbessern könnt. Ihr werdet unterstützt gegenseitig, ihr werdet geradet. Ja, jeder ist für jeden da einfach. Hallo zusammen. Jawohl, ihr seht, wir posten eure, oder das ist jetzt nicht von uns gepostet, aber reagiert auf die Sachen und habt einfach Spaß dabei, miteinander zu interagieren. Das sind alles sehr nette Menschen. Ja, also, die Worte gehen alle runter wie Öl, ich finde das so toll. Komme ich jetzt hier wieder hin? So, besser. Na, nein, das ist das. Aber du kannst auch gerne mal noch so ein Vorstellungsvideo zeigen, damit sie sehen, wie es aussieht. Das wollte ich auch. Aber wen nehmen wir denn mal? Große Auswahl. Wen nehmen wir denn mal? Jetzt haben wir Big Example schon gezeigt, das wollen wir jetzt nicht nochmal. Giftzwerg haben wir auch schon gesehen. Komm. Ich bin der Skene 13. Nehmen wir den Skene. 28. Moin, moin. Nur mal von vorne, das ist jetzt wieder ein bisschen leiser. Einfach nur Dennis. 28. Und streame aktiv und regelmäßig seit Anfang 2022. Meine Streaming-Tage sind montags und donnerstags ab 18 Uhr. Und sonntags ab 11 Uhr. Derzeit streame ich hauptsächlich Assassin's Creed Valhalla, meistens sonntags, oder auch Elden Ring, Mario Kart oder Smash Bros. Warum solltest du via Streamers etwas genauer anbieten? Also zum einen sind wir eine herzliche und sehr supportorientierte Community, die sich bei jeglichen Sachen und Problemen rund ums Streamen hilft, aber allein da ist es nicht getan. Also würde ich mich sehr freuen, wenn man sich demnächst im Chat oder sogar im WAS begrüßen kann. Ansonsten wünsche ich noch euch einen wunderschönen Tag und lasst euch nicht ärgern. Ciao. Jawohl. Schaut da auf jeden Fall rein. Und wenn ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid von We Are Streamers, auf jeden Fall rein da und da einmal auf das Folgen drücken und kein Video mehr verpassen. Partnerbörse WAS. Jawohl. So, ja, und wenn ihr noch kein Video eingereicht habt, tut das auf jeden Fall. Ich habe es auch schon getan. Ja, scheut euch nicht, rein da mit euren Videos und lasst uns gemeinsam da drauf schauen. Ich werde jetzt hier nicht jedes einzelne angucken. Ich denke, wir gucken uns noch ein zweites an. Was hättest du? Wo wollen wir nehmen? Nimm mal eine Damenwelt. Da hätten wir jetzt einmal oben. Ja, da haben wir mal, genau. Die Karo und die. Ja, und die? Ja. Rory. Genau. Wir nehmen mal Caro. Ja. Nehmen wir Caro. Hey Leute, ich bin die Das ist jetzt wieder so voll, da nicht laut.
Ich wollte mich als Mitglied von DRS jetzt auch mal vorstellen, bevor ihr glaubt, wir sind nur ein Haufen Kerle. Warum DRS? Ganz einfach. Geile Community, lustige Gespräche, Hilfe ohne Ende. Also ich muss wirklich sagen, ich kann es nur jedem empfehlen. Seid ein Teil der großen Familie. Es ist mega, mega witzig. Es ist aber auch wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich, gerade als kleiner Streamer. Ich bin Mitglied seit 2021 und ja, bin mega happy damit. Was kann man zu dir sagen? Mich findet ihr auf Twitch unter I'm Dying for Loot. Content, alles Mögliche. Fest gibt es jeden Sonntag Borderlands und jeden Montag Call of Duty. Und den Rest der Woche, je nach Zeit und je nach Arbeitslage, gibt's was anderes. Momentan hängen wir im Visage und ich habe Angst. Nun, aber egal, das nur kurz zu mir. Und wer ist? Daumen. Jawohl, so. Ich werde jetzt hier nicht das ganze TikTok durchgehen. Meine Damen und Herren, das könnt ihr alleine machen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Nehmt euch die Zeit, es wird spaßig. Ja, und schickt uns euer Video. Schickt uns euer Video, wenn ihr das noch nicht getan habt, meine Damen und Herren. Wir freuen uns drauf. Wird eine schöne Zeit. Wird eine schöne Zeit. Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die sich bislang schon daran beteiligt haben, meine Damen und Herren. So, macht das. Macht das. Genau. Wollen wir mal auf den Tisch schauen, ne? Puljo, mein Guter. Anwesend. Was machen wir? Was machen wir nu? Boah, Clips. Clips? Wollen wir Clips machen? Ich habe Clips bekommen. Ich habe Clips bekommen. Ich habe mich gefreut. Ich habe Clips bekommen. Wenn ihr astreine Clips habt, wo ihr denkt, da werden wir uns kaputt lachen, wo ihr denkt, das müssen wir uns angucken. Es gibt ein Formular. Neu jetzt wieder in der Facebook-Gruppe und auf der Seite geteilt. Geht da rein und postet mir eure besten Clips. Die Clips, wo ihr denkt, die müssen wir uns alle gemeinsam angucken, die müssen wir in der Show zeigen. Habt ihr Clips? Haut die in dieses Formular rein und wir gucken uns die bei der nächsten Show vielleicht schon gemeinsam an. Wir gehen jetzt rein. Ich habe insgesamt 5 Clips, sind astreine Clips. Rauner. Macht mega Spaß und man lernt die anderen kennen und schaut noch einmal mehr rein. Jawohl. Fang es auch nicht an, macht süchtig. Ich kann das nachvollziehen, wenn man damit nicht so affin ist, wenn man da nicht so die Lust drauf hat. Aber es ist wirklich, es hilft, sagen wir mal so, auch sich zu vernetzen, das macht auch Spaß. YouTube Shorts ist genauso ein Zeug. Das ist, glaube ich, auch actually genau das Gleiche, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also vom Sinn und Zweck her. Aber ja, gehen wir rein in die Clips. So, das ist der gute Sky. Da sehen wir ihn, da unten. Direkter Blick auf den Bildschirm, gebannt, den Buggy am Steuern. Und es, wie heißt das Spiel? Ich glaube, es ist 7 Days to Die. Yes. So, gucken wir uns an, was denn der gute Sky da so vertreibt. Ja, er fährt. Siehst du? Also technisch gesehen haben wir gerade echt nichts zu tun. Fährt. Wir müssen gerade eigentlich warten, bis Tag ist, damit wir zum Händler können. Und der hat erst in ein paar Stunden offen. Ups. Ja. Genauso wollte ich aus meiner Garage raus, Baller. So und nicht anders. Das war total geplant. Ich bin ja ehrlich, ne? Wenn ich das wäre, ne? Mich hätte da die Nachbarn im Web Süd noch gehört, ne? Sky sitzt dann da und so. Diese Emotionslosigkeit immer, die ist. Ah. Ich bin gerade von meinem Garagentor einmal quer durch die Pampa katapultiert worden. Ja, das sollte nicht so sein. Naja. So, wo war das hier? Vielleicht hier? So, da wird er nochmal weggefeuert. Und wups. Fast ein 360. Genau so. Auto sieht immer noch top aus. So nicht anders. Fahren geht auch noch. Sky, bist du auf jeden Fall Sky, der Bruchpilot, meine Freunde. Das ist eben Sky. Ich sag es euch. So, und das ist der gute Big Example. Wie heißt der Clip? Pater Example erzählt euch was. Was hat denn der gute Example uns zu erzählen? Ich bin gespannt. Ja, mit Aufregen fahre ich auch nicht besser. Die Predigt. Wir schauen uns mal die Predigt an. Komm, ich erzähle euch was. So, es war einmal ein großer Mann, der hing an einem Kreuz. War für ihn nicht ganz so cool, aber ihr habt ja alle das mitbekommen, ne? Es war Opfer für alle hier. Da, seht ihr das da vorne? So, und
Jetzt steht ihr da alle und macht euren Dingsbums, weil der ist cool. Ne? Hat er gemacht so, ne? Tod für alle und so, wisst ihr. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Ist egal. Auf jeden Fall, so, jetzt haben wir alle gebetet, habt ihr gehört, Geschichte über Jesus, können wir gehen, ja? Hallo, ich hab Hunger. Hunger. Hallo, ich hab Hunger. Warum ich hab Hunger? Wolltest du etwa was zu essen haben von diesen Kollegen? Jetzt ist er natürlich nicht da, um sich zu äußern, ne? Also ich finde das jetzt, ne? Der wollte doch nur Obladen abstauben. Ich glaube auch, ne? Wollte jetzt hier, dass seine Clips gezeigt werden und ist jetzt nicht mal anwesend. Also. Ich weiß nicht, irgendwie tut mir das gerade ein bisschen weh. Streamer haben immer Hunger. Ja, auf jeden Fall großartig, hat er sich ordentlich ins Zeug gelegt, hat er irgendeine Christi-Geschichte rausgehauen. Stark, Big. Stark. Ja, 11 von 10. Ja, so gut würde ich jetzt nicht gehen, aber der ist so spontan gewesen. Ich habe es gemerkt, dass das spontan war. So, großartiger Clip, den ich vorher gesehen habe. Von guten Antrag Gaming. Nicht von Antrag Gaming, sondern Antrag Gaming. Achtet bitte genau auf die Kamera. Sagen wir jetzt schon mal, nur da spielt es sich ab. Bitte genau auf die Kamera achten. Wir gucken das auch gerne 2-3 Mal. Und der Charakter hatte echt Hunger. Aha. So, guckt auf die Kamera. Wo waren die andere? Ach, die pushen von hinten. Hast du ausgekippt? Bruder, das ist gar nichts ausgekippt. Von der Flasche, der Boden ist einfach abgebrochen und mir ist die ganze Scheiße auf mein T-Shirt gefallen. Ich hab's sogar im Stream, Alter. Clip das. Wie geht das denn? Ihr müsst auf die Flasche hier achten. Guckt bitte auf die Flasche. Ich weiß, es ist, glaube ich, ich kann hier nicht weiter ranzoomen. Wir können das einmal kurz versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das besser wird. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist nicht größer als vorher. Nee. Achtet einfach auf diese. Entschuldigung, auf die Flasche hier. Ich um Lupe wäre eine Option. Das nächste Mal. Was so gehört. Bruder, das ist gar nichts ausgekippt. Von der Flasche, der Boden ist einfach abgebrochen. Das ist großartig. Wie geht sowas? Wie ist das physikalisch möglich? Beim Schwenken eines Getränks? Ich guck mir den Clip vorhin das erste Mal. Ich guck mir den vorhin an, denk mir so, hä? Und dann höre ich nur dieses Platsch. Was hat der jetzt gemacht? Da gucke ich ihn das zweite Mal und sehe, wie dieses Glasstück da abbricht. Da, zack! Insane! Absolut insane! Großartig! Absolut, sag ich dir. Absolut. Großartiger Clip. Ich glaube, ich würde toben. Ja, zu Recht. Du denkst dir gar nichts, du willst da deinen Apfelsaft trinken und plötzlich kippst du dir auf die Hose, weil ja der Glasboden da abbricht. Schade. Wie das passieren kann, ich weiß nicht. Glasporös, bisschen geschwenkt und dann schade. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall krasse Geschichte. Krasse Geschichte. So. Sky once again. Rache der Frau. Wasser am Arsch, soll ich jetzt was trinken? Oder was willst du von mir? Ja, ich fand das gerade passend zur Situation. Vielleicht hat man ja Glück und wir kriegen von dir so einen Clip. Denkt mal ein bisschen, vielleicht. Ach, ist eine Plastikflasche, okay. Nee, kann ich dir leider nicht bedienen. also der gute Sky once again. So, bis zum nächsten Mal kann ich auch einen Clip reinreichen. Gerne. Reich auch gerne 15 ein. Ich muss dann immer, guck da mal ein bisschen durch. Ich muss sagen, reicht mir, das Beste ist Sachen, die komisch sind und die auch ohne Kontext komisch sind. Ne? Das hier funktioniert auch ohne zu wissen, was da passiert ist. Ne? Also passiert ohne zu wissen, was in dem Spiel passiert. Das bei von Niklas ja ebenso. Genauso wie
das bei Sky, ne? Funktioniert, das ist keine Situationskomik, ne? Wenn ihr jetzt in, keine Ahnung, Mario Party irgendwas lustig ist, weil genau der Gegenteil gerade vor 5 Minuten passiert ist, mag für euch als Beteiligte super komisch sein, urslustig, aber vielleicht dann in dem Clip als einzelnes nicht so. Deswegen achtet da auf Situationskomik und lasst diese bitte raus. Sky. So, wir sind nochmal in, wie heißt das jetzt nochmal? 7 Days to Die. Was hat er da? Was hat er da? Oh. Was sind meine Bilder? Versucht sie da meinen Schüssen auszuweichen? Es ist ja großartig. Es ist großartig, ich sag's euch. Oh Mann. Ich hab schon zu Sky vorhin gesagt, hier hätte er so weißt du, so ein Audioclip runterlegen müssen. They see me rolling. They hating. Oder von Limp Bizkit. Ja. Keep rolling. Versucht sie da meinen Schüssen auszuweichen. Ah, und dann einfach. Das ist ja großartig. Schade, die Arme. Die Arme. So, ich denke, wir schließen hier die Clip-Session mit einem guten vom guten Big Example. So, interessanter Clip. Schauen wir rein. Ist ein guter. Oh, oh, das ist böse. Damit warte ich noch kurz. Nee, Opa, Schluck! Eine Rakete! Ja! Auf die letzten Meter! Es ist so eklig! Ich hab so gehofft, dass jetzt irgendwie noch so ein Blitz einschlägt, ne? Ich hab so gehofft! Ich hab's dir so gegönnt, ne? Einfach jetzt der Blitz! Rakete weg. Schade für diese eklige Arroganz. Aber nein, natürlich hat er das Glück. Ah, wie eklig. Ich hab auch echt die ganze Zeit gedacht, dass er noch kommt. Ah. Ja, war klar, dass ich das gehofft habe, dass der Blitz kommt. Mit dem Blitz. Ich muss nur immer dran, dann sehr stillschweigend lachen. Ah. Aber den Blitz bekomme ich echt oft bei sowas. Ja, du darfst dich ausreizen. Nicht zu greedy sein. Direkt zünden, wenn du hast. Ah, muss man lernen. Das lernst du auch noch. Keine Sorge. So. Ja, danke für eure Clips. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mehr davon. Ponyo, so. Passiert heute noch was? Was heute ist noch auf dem Plan? Ja, was und ist auf dem Plan? Wir haben die 2000 Follower geknackt. Jawohl. Dafür veranstalten wir jetzt gleich ein Giveaway. Sieht und man. Und zwar gibt es Folgendes. Wenn mein Browser sich mal wieder auskäsen würde. Ja, wenn ich jetzt auch so schlau wäre und die Dingsseite hier direkt gespeichert hätte. Schade. Moment. Ja, bitte, sprechen Sie fort. Es hängt schon wieder alles. Ich mag meinen PC. Schade. So, dann überbrücken wir kurz und gehen aber in unseren Merch-Shop, meine Freunde. Wir haben ein paar schöne Sachen. Unter anderem das T-Shirt, was ihr hier seht, ist das da. Es ist nicht mehr so blau wie auf dem Shirt. Es war mal so blau, aber es ist auch nicht so dunkel wie in der Kamera. Es ist noch ein bisschen blauer als dunkel. Die Kamera macht nur, ne, Greenscreen-Effekt und alles. Es war mal so schön knackig blau. Jetzt ist es nicht mehr so blau. Aber blau ist immer noch blau. Das ist jetzt aber nicht mehr so blau. Alt, ne? Das müsste 3 oder 4 Jahre alt sein, ja. Ja, ja. So, dieses schicke Dingi in schwarz-weiß oder weiß-schwarz oder marineweiß. Das ist blau-weiß, sucht es euch aus. So, das ist ein schönes schwarzes T-Shirt. Nicht blau, sondern schwarz, es ist blau. Nicht schwarz, es ist blau. Es gibt es auch noch in weiß und schwarz und in
Blau und Weiß. Ja, das ist das Blau, was ich mal hatte. Jetzt ist es kein Blau mehr. Haben wir gerade schon erklärt, dass es weniger blau ist, als es damals blau war. So, aber es ist Weiß auf Blau. Und ja, es gibt auch Mauspads, genau. Genau, Tassen. Aber es geht jetzt erstmal um dieses T-Shirt hier. Wisst ihr? Weiß auf Blau. In ja, Ausrufezeichen 2K und ihr nehmt dran teil. Ticket kostet 500, maximal ein Ticket. Jawohl, geht da rein. Ein kleines Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alle mitbekommen habt. Wir haben 2000 Follower geknackt, deswegen 2K. Wenn ihr Bock habt auf ein T-Shirt, kriegt ihr das von uns. Warte, hier stimmt was nicht. Ich glaube, das geht mit Zahlen nicht. Weil es ist keiner drin und keinen werden Punkte abgezogen. Schade. Dann nehmen wir einen anderen Text. Dann nehmen wir. Dankeschön. Danke. Ausrufezeichen Danke. Ja, nochmal auf dem Ausrufezeichen Danke. Vor allem steht doch da Ausrufezeichen Tickets. Bei gucken, up to one ticket with Ausrufezeichen Tickets. Ich habe eigentlich den Command Ausrufezeichen 2K eingestellt gehabt gerade. Da steht mir. Nein, das hat nicht funktioniert. Versuch's mal. Nö, klappt nicht. Dann Ausrufezeichen Ticket. Ist okay. Einfach Ausrufezeichen Ticket, bitte. Skript. Tickets. Ja, das funktioniert. Ausrufezeichen Tickets. Du musst natürlich noch dahinter schreiben, wie viele, ne? Tickets 1. Also. So, ne? Meine Freunde. Perfekt, funktioniert. So. Tickets. Ab jetzt ein paar Sekunden. Jetzt gucken wir mal ein bisschen im Shop rum, was es noch so Schönes gibt. Ne? Oder geht Ticket auch? Da steht auch Tickets. Ticket und Tickets geht beides. Ach, geht beides. Okay. So, ja, gucken wir im Shop nochmal ein bisschen rum. Egal, es gibt ja das blaue T-Shirt mit weißem Aufdruck oder halt einfach weiße Schrift auf blauem T-Shirt. Zusätzlich haben wir noch ein paar Hoodies. Ich bin ja nach wie vor ein großer Verfechter dieser. Wo ist er denn? Ist er nicht mehr hier? Wo ist er denn, Punjo? Oder ist was sie? Denn? Naja, meinen. Du weißt doch. Du weißt was? Naja, das, was ich so cool finde. Hier. Ich weiß nicht, was du cool findest. Na, das weißt du. Ja, vielleicht. Na, wo sage ich denn immer, dass ich die so schön finde? Ja, die Edelstahltasse zum Beispiel. Die was? Die Edelstahltasse. Die Edelstahltasse, ja, ich wollte Metalltasse sagen, aber. Ja, die ist noch drin. Aber ich finde sie nicht. Tassen. Einfach mal oben bin, Tassen. Ich bin, guck mal, Tassen. Da. Tassen. Accessoires. Ganz viele verschiedene Tassen. Das sind Taschen und nicht Tassen. Ja, du sollst ja auf Tassen gehen, nicht auf Taschen. Ups. Wenn ich lesen kann. Ups. Hoppala. Ups, da ist sie. Die gute Metalltasse. Oder Edelstahl. Mein Gott. Sieht super cool aus. Ich wäre da doch eher so ein Verfechter des klassischen Designs, bin ich ehrlich. Auch das TV hat auch was. Ja. Genau. So, was sagt das Giveaway? Wie viele sind drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bis nur 7. Oh, da geht rein da. Ticket und eine 1 dahinter. Scanner, wenn er mitmachen will. Einigen war der Command noch auf Cooldown, als er ihn ausgeführt hat. Bitte nochmal. Einfach nochmal alle. Komm, einfach nochmal alle rein. Ihr könnt eh nur 1 kaufen, oder? Ja, eh nur 1. So, einfach nochmal alle Ausrufezeichen Ticket 1 dahinter. Ich will das jetzt nicht schreiben, weil da bin ich da drin. Ausrufezeichen Ticket 1 dahinter. Wenn ihr übrigens euren eigenen Shop dort haben wollt, einfach dort registrieren und mit diesem Code. Cooldown ist aber auch ein bisschen Quatsch da drauf, oder? Was ist Quatsch? Wo drauf? Dass da ein Cooldown drauf ist dabei. Das ist der globale Cooldown. Das ist eine Spam-Protection. Da kann ich nichts umstellen. Hier mit diesem Code, Dufti, könnt ihr euch dort einen Shop erstellen und erspart euch das Bewerbungsprozess. Normalerweise muss man sich da bewerben für. Und das Team bekommt einen 15-Euro-Gutschein. Es war mal 25, aber ihr kennt es, Inflation, höhere steigende Kosten, die können auch nicht alles immer verschenken. Na, wir kriegen einen 15-Euro-Gutschein, den wir dann wiederum für solche Giveaways verwenden können. Wie, die Inflation wirkt nicht bei Gutscheinen, dass die Gutscheine höher werden? Das ist halt weniger wert, ne? Die Kosten steigen auch. So, ich hoffe, es ist dezent teurer geworden, aber am Preis ändert sich nichts, weil wir weniger Marge bekommen dadurch. Wir haben uns einfach Marge abgezogen. Finde ich aber okay. Lohnt sich. Tolles Shop-System. Ja, wenn ihr Bock habt auf einen Shop,
dann auf jeden Fall sich das angucken. Auf jeden Fall. Der liebe Joker hat so ein Tassenfabel, der holt sich aus von allen Membern wahrscheinlich eine Tasse. Anscheinend, dass wenn er Tassen habt, könnt sicher gehen, dass Joker die auch bald hat. Das. Er nimmt natürlich auch gerne Spenden entgegen. Von Tassen? Von Tassen, ja. Von Tassen, okay. Bist du denn drin? Du bist drin, ja. Jawohl. So, dann, ich würde sagen, lass uns bald mal schließen. Und wir Gewinnchance, Mensch. Wir schauen, wer denn gewinnt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Es sind nur 500 Punkte. Das ist nicht viel. Einfach rein da jetzt. Alle 14 Tage zwei neue Tassen. Okay. Krass. Ja, okay, Sky. Richtiger Angeber. Ups. Ich hab nichts gesagt. Stunden, habe ich kein Leben. Du musst langsam mal investieren. Du darfst übrigens auch mitmachen, wenn du Bock hast. Ja, für jeden. Ich habe T-Shirt. Das soll jemand kriegen, der kein T-Shirt hat. Was ist eigentlich für ein Badge davor bei deinem Namen? Das ist Künstler-Badge. Artist. Man kann jetzt, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Man kann jetzt bei seinen Emotes, kann man angeben, wer die gemacht hat. Aha. Kann man Credits geben und man kann auf seinem Kanal sagen, hey, der hat mein Kanaldesign gemacht und dann kriegt er das Künstlerabzeichen. Das Artist-Abzeichen. Das kannst du bei den Rollenverwaltungen machen und bei den Emotes selber kannst du halt angeben, wer die Emotes erstellt hat. Und der muss das dann bestätigen, dass er es wirklich erstellt hat und dann ist er da vermerkt. Finde ich super. Not bad, Freunde. Not bad. So, meine Damen und Herren, wir neigen uns zum Ende zu. Wer jetzt noch ins Gewinnspiel rein möchte, der geht da jetzt rein. Ausrufezeichen Tickets und eine 1 dahinter. Alle Rainer-Gäste, die noch mitmachen möchten beim Gewinnspiel, wir werden das gleich schließen und dann werden wir gucken, wer sich ein neues T-Shirt zu Hause hinhängen kann oder wer sich doch diesmal damit begleiten kann und bei seinem nächsten Stream den WRS-Schriftzug direkt auf der Brust trägt. Meine Damen und Herren, noch habt ihr Zeit, euch einzutragen. Ausrufezeichen Tickets und eine 1 dahinter. Und dann geht es los. Dann wünsche ich euch allen ganz viel Glück. Wie viele sind wir gerade drin, Punjo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immer noch 6, hat sich nichts geändert. Immer noch 6, Leute. Es geht um dieses T-Shirt, was wahlweise auch noch in weiß-schwarz ist oder in schwarz-weiß. Genau andersherum, wie ich es euch gerade präsentierte. Das ist jetzt schwarz-weiß und das ist weiß-schwarz. Das ist, wäre blau-weiß, beziehungsweise hier heißt es Marine, Marine-blau, whatever. Schwarz ist in der Tat eine sehr nette Sache. Eine nette Kombi, vor allem mit dem weißen Logo drauf. Jawohl. Und ich würde sagen, wir haben lange genug gewartet. Alle sind drin. Warum nicht in der Teamfarbe? Ja, da musst du Gadgets fragen, warum die keine lila T-Shirts haben. Muss definitiv Tickets heißen. What you mean? Rocket, du bist schon drin gewesen. Kniblond ist auch drin, ja. Ja, okay. Ich teste das jetzt. Ja, los. Ich würde sagen, was, wie viel haben wir? Ein Sechstel? Achso, er hat auch Bock. Nein, ich wollte es testen. Wenn ich gewinne, ziehe ich nochmal. Okay. Und du bist drin? Ich bin drin, ja. Du bist drin. Du bist sowas von drin. So, dann Ausrufezeichen. Viel Glück in den Chat. Viel Erfolg, viel Glück. Hast du geschlossen? Ich mache jetzt zu. Jawohl. So, und dann würde ich sagen, ich wünsche allen viel Glück dabei. Gewinnspiel für 2000 Follower. Vielen lieben Dank dafür. Ich würde sagen, wir zählen einfach mal runter. 5, 4, 3, herzlichen Glückwunsch an, 2, 1, go! Joker-Brella! Verdient, würde ich sagen. Ausrufezeichen GG in den Chat. Also, es hätte jeder verdient, aber you know what I mean. Ausrufezeichen GG in den Chat. Joker, herzlichsten Glückwunsch dafür. Herzlichsten Glückwunsch. Ja, gib mir einfach die Tage mal Bescheid, ob schwarz oder weiß und welche Größe und wohin es gehen soll. Du kannst mir ein paar WhatsApp schicken. Jawohl, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, und ich würde sagen, war eine wunderbare Show heute. Wir haben einiges erlebt, haben viel zusammen gequatscht, zusammen hin und wieder auch gelacht. Hast du denn schon jemanden, wo wir hingehen? Nein. Wollen wir random jemanden wählen? Weiß ich nicht, also, ja. Na, dann gucken wir doch mal, wer gerade live ist. Zu machen, also. Synthet! Gehen wir zu Synthet. Dead by Daylight.
Na dann. Oder hat die Community einen Wunsch? Können wir mal wieder extern raiden. Aber letztes Mal. Ich hätte jetzt sonst einen Polarbären gehabt, den ich jetzt gerailt hätte. Aber wenn du jetzt das machst, dann mach das so. Polarbären? Ja, White Beer. Achso. Aber ansonsten, dann. Ich warte jetzt noch kurz zwei Sekündchen, ob die Community. Was ist das denn? Gucken wir doch mal rein hier. E-Ryzen TV. Hätte auch wen extern. Mein Podcast-Partner. Bommelinski. Interessanter Name, definitiv. Interessanter Name. Kann ich nichts gegen sagen. Bei 100 Follower. Ja, gib mal einen Namen. Achso, der ist der. Achso, okay. Ist der Ryzen TV. Jawohl. Ja, gib mir mal einen Namen, Sky. Achso, das ist ja da. Bommelinski. Ach, da, okay. Selbst. Bommelinski. Auch mal rein. Guter Name. Ja, meine Freunde, es war auf jeden Fall eine interessante Show. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hätte es genauso gefallen. Die nächste Show im Übrigen steht an. Gucken wir gemeinsam rein. Letzter Freitag nächsten Monat ist der 24.06. Das ist natürlich auch wieder exakt 4 Wochen. Könnt ihr euch jetzt schon mal notieren. Könnt ihr euch jetzt schon mal hinter die Ohren schreiben. 4 Wochen noch bis zur nächsten Show. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen bei euch fürs Einschalten. Du sagst mir an, wenn ich bin immer noch am gucken, wie wir jetzt nehmen. Na, solltest du langsam dich entscheiden? Ja. Weil viel länger will ich die Abmord jetzt auch nicht mehr ziehen. Ja. Digi! Hattest du vorher schon mal was geschrieben heute? 220. Hast gar nicht gesehen. 256. Wir nehmen den kleineren. Wunderbar. Ich wünsche euch allen was. Habt alle eine tolle Nacht, tolle Zeit. Wir hören und sehen uns dann allerspätestens in 4 Wochen wieder. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ich habe noch nicht Raid gestoppt. Bei mir, es tut mir leid. Browser langsam, Browser müde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, habt alle eine wunderbare Zeit. Genießt es so gut es geht. Geht da jetzt alle rein in den Raid, lasst da ein bisschen Liebe, da drückt da auf das Herz und zeigt denen, woher ihr kommt. Macht Spaß. Bereitet Spaß. Und jetzt rein da. Los! Und los geht's. Tschüdelü, viel Spaß und lasst ein bisschen Liebe im Chat. Bis später. Gut. Und das sind denn die Leute, die anfangen, selbst richtig in ihren Stream